Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute schauen wir uns das Video von Tony Zurovec an, wo es um Quantum geht, um Quantas und generell die Welt der virtuellen KI von Star Citizen. Und ergänzend dazu gab es ein Star Citizen Live mit dem Team von Francesco Rocucci, der ebenfalls im Schulterschluss mit Tony Zurovec an der KI, an der NPC-Welt von Star Citizen arbeitet. Auch hier ein sehr interessanter Blick in die sogenannte Subsumption. Und damit sind wir auch schon bei einigen Zusatzerklärungen, die heute in diesem Video mit untergebracht sind. Und das sind die Subsumption. Der iCache, das werden wir auch noch mal kurz aufrollen. Und über Backend-Prozesse werde ich auch noch mal ein Wörtchen verlieren. Und generell hat mein Freund und Versnight-Moderator Mitch van Heiden noch mal seine Übersicht aktualisiert, wo wir uns noch mal das Gesamtkonstrukt der Technik hinter Star Citizen anschauen werden. Und dann gibt es noch diese und jene Kleinigkeit dazu zu erklären, zu ergänzen von mir. Das ganze Video läuft unter dem Thema die Technik von Star Citizen. Es gibt viel zu lernen. Nehmt euch ein Heißgetränk eurer Wahl und dann steigen wir mal ein in dieses sehr, sehr interessante Thema. Bevor wir in diese sehr interessante und aufschlussreiche Sendung einsteigen, möchte ich zwei Fragen klären. Was ist dieses iCache, die Subsumption, das Backend, das immer wieder eingeworfen wird? Und wer ist eigentlich Tony Zurovec? Das letzte zuerst. Tony Zurovec ist ein Urgestein in vielerlei Hinsicht. Erst seit 2014 bereits bei CIG mit an Bord und hier von Beginn an als Director des Persistent Universe zuständig. Er kennt zudem Chris Roberts bereits seit über 30 Jahren und bringt vielfältige wie tiefgreifende Erfahrungen in der technischen Entwicklung von Computerspielen mit. Tony Zurovec stieß 1990 zu Origin Systems, um an Ultima 7 The Black Gate zu arbeiten. Danach arbeitete er an Ultima 7 Erweiterungspacks und stieg zum leitenden Programmierer von Pagan Ultima 8 auf. Später gründete Zurovec seine eigene Produktionsgruppe und schuf die Crusader-Serie, die mehrfach als Actionspiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Beide Spiele, Crusader No Remorse und Crusader No Regret, wurden Mitte der 1990er Jahre von Origin Systems veröffentlicht, bevor es von Electronic Arts übernommen wurde. Der Gasplanet Crusader im Stanton-System im Star Citizen Persistent Universe ist eine Reminiszenz an diesen Erfolg von Tony. Zusammen mit Chris Roberts, Aaron Roberts und Eric Patterson war Zurovec folgend einer der Gründer der Spieleschmiede Digital Anvil im Jahr 1997, wo er eine der drei Produktionsgruppen des Unternehmens leitete. Nachdem Microsoft Digital Anvil im Jahr 2000 gekauft hatte, stieg Zurovec aus und gründete die Firma Superluminal, die als eine Art Experimentierfeld für seine vielfältigen Interessen diente, mit Projekten, die von Spielen über Force-Feedback-Chirurgie-Simulatoren bis hin zu Finanzanalyse und Handelssoftware reichten. In einem Interview auf www.tentonhammer.com erklärte er, dass er sich schon immer zu Spielen hingezogen gefühlt hat, die dem Spieler eine große, detaillierte Welt bieten, in der er seine eigenen, einzigartigen Wege beschreiten kann. Tony mag diese Freiheit, diesen totalen Eskapismus, der dadurch entsteht, dass man nicht nur in eine Fantasiewelt eintritt, sondern dass sie einem genug Details und Auswahlmöglichkeiten bietet, dass man sich wirklich darin verlieren kann. Weiter erklärte er, er habe seine ersten 10 Jahre in der Spielebranche damit verbracht, sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, wie man diese Art von komplexen Welten am besten aufbaut. Und er denkt, diese Erfahrung wird sich direkt auf Star Citizen übertragen lassen. Mehr als alles andere träumte er in seinem Leben von der Erkundung des Weltraums und dem Hinzufügen von anderen Spielen aus kooperativen als auch aus kompetitiven Aspekten heraus. Und als Chris Roberts ihm im Jahre 2014 Star Citizen vorstellte und die Vision, die er damit verfolgte, wurde Tony hellhörig.
Diese Vision von Chris bewegte Tony dazu, wieder zur Spielebranche zurückzukehren, der er zur Jahrtausendwende eigentlich den Rücken gekehrt hatte und nie wieder zurückkehren wollte. Aber Chris hatte sich zum Ziel gesetzt, endlich den allumfassenden Universalsimulator eines Spiels zu liefern, den sich so viele Hardcore-Gamer schon immer gewünscht haben, den aber noch niemand verrückt genug war, sich daran zu versuchen. Und Tony wollte nicht nur Teil dieser Entwicklung sein, sondern sah es als Chance, seinen eigenen Traum zu verwirklichen von einer digitalen Welt, die den totalen Eskapismus bietet und noch dazu keinen Publisher und kein Veröffentlichungsdatum im Rücken zu haben. Gehen wir nun langsam in Richtung des heute schon legendären, obwohl erst vor kurzem veröffentlichten Videos von Tony Zurovec, in dem er das KI-Fundament, seine Struktur und Funktionsweise erklärt. In diesem Video verwendet er einige Begriffe, die ich vorab erläutern möchte. iCache, Subsumption und Backend. Hier eingeblendet seht ihr die grobe technische Struktur von Star Citizen, skizziert, wie gesagt, von meinem Freund und Verse-Night-Moderator Mitch van Heiden. Die technische Welt jeder serverbasierten Architektur teilt sich dabei in zwei Ebenen auf. Frontend und Backend. Natürlich so auch bei Star Citizen. In der Computerwelt bezieht sich das Backend auf alle Teile einer Webseite oder eines Softwareprogramms, die der Benutzer nicht sieht. Wir nennen es deshalb hier das unsichtbare Verse. Es steht im Gegensatz zum Frontend, das sich auf die Benutzeroberfläche eines Programms bezieht, nennen wir es das sichtbare Verse und in einer gewissen abstrakten Weise, obwohl wir sie nicht sehen, je nach Interpretation und Ansicht, auch die Game Server, die direkt mit unseren Clients kommunizieren. Mitch hat hier einen Kasten um die Game-Server gezogen, um zu verdeutlichen, dass diese später miteinander vernetzt sein werden. Das sagenumwobene Server-Meshing, an dem hardware-seitig Amazon Web Services arbeitet und software-seitig CIG. Das Ziel ist, dass die Server später dynamisch je nach Auslastung skalieren. Es kann also sein, wenn wir einen leeren Teil des Weltraums haben, wo sich nur ein Spieler aufhält, dass ein Server ein gesamtes Sonnensystem berechnet. Aber wenn eine Javelin in dieses, oder Javelin, Idris, wie auch immer, eine Flotte in dieses leere Universum springt, was dann zu einem erhöhten Rechenaufwand führt, dass dann dynamisch ein weiterer Server oder zwei oder wie auch immer wie viele Server die Berechnung dieser Javelin übernehmen. Weil unter Umständen der eine Server das gesamte Sonnensystem und die Flotte, die Javelin, die Idris, die Kampfraumjäger, was auch immer da dann plötzlich dazustößt, nicht mehr alleine berechnen kann. Und CRG geht sogar so weit, dass sie sagen, haben wir auf der Javelin 80 Spieler, 100 Spieler und ein Großteil davon hält sich in einem bestimmten Raum auf, weil sie zum Beispiel gerade eine Besprechung haben, dann kann es sogar sein, dass ein Server nur einen Teil dieses Schiffes berechnet. Die große Schwierigkeit beim Server-Meshing wird darin bestehen, natürlich zum einen die dynamische Skalierung der Server festzulegen, zum anderen aber auch den Übergang von einem Server auf den anderen, den wir Spieler natürlich nicht bemerken dürfen und wo die Daten natürlich dann auch immer jeweils mitgenommen werden müssen. Das ist das Server-Meshing, was in mehreren Schritten veröffentlicht werden wird. Erst in einem statischen Umfeld, wo definierte Server überhaupt erstmal dazu gebracht werden, zusammenzuarbeiten, sich Daten zu teilen und dann Schritt für Schritt in eine dynamische Richtung zu gehen. Zurück aber zu unserem Thema Backend und Frontend. Backend steht im Gegensatz zum Frontend, habe ich vorhin erzählt, wobei wir gelernt haben, dass das Frontend das sichtbare Verse ist und das Backend das unsichtbare Verse. In der Programmierungsterminologie ist das Backend die Datenzugriffsschicht, während das Frontend die Präsentationsschicht ist. Das Backend und das Frontend arbeiten zusammen, um das vollständige Benutzererlebnis zu schaffen. Die im Backend generierten Daten werden an das Frontend weitergegeben und dem Benutzer präsentiert. Vom Benutzer über das Frontend getätigte Eingaben werden an das Backend zur Verarbeitung zurückgegeben. Beispiele für Backend-Prozesse sind Verarbeitung von Benutzereingaben, wie gesagt, Ausführen von Scripts, Zugriff auf Daten einer Datenbank, Speichern oder Aktualisieren von Datensätzen in einer Datenbank,
Verschlüsseln und Entschlüsseln von Daten, Verarbeitung von Datei-Uploads und Downloads. Der Zugriff der Game-Server im laufenden Spielbetrieb auf die Datenbank des Backends ist zeitaufwendig. Dennoch muss das System, gerade hinsichtlich der Persistenz, Daten speichern und laden im Millisekundentakt für viele hunderttausend Spieler weltweit. Um trotz aller Millionen Lese- und Schreibprozesse und Client-Synchronisationsvorgänge einigermaßen spielbare FPS zu erhalten, hat CRG eine Zwischenschicht zwischen Backend und Frontend, zwischen Backend und Game-Servern eingebaut, das iCache. iCache ermöglicht hocheffizientes Speichern, Abfragen und Aktualisieren von Daten in Echtzeit auf den Servern bei integrierter Redundanz. Es ist also eine Zwischenspeicherschicht, ein Cache, die außerdem den Datenfluss zwischen den Hauptdatenbanken im Backend und den Game-Servern organisiert. Die Game-Server fragen das iCache nach allen Informationen ab, die sie darüber benötigen, wo sich Objekte in der Spielwelt befinden und welchen Zustand sie haben. Je nach Spielerpräsenz werden Daten aus dem iCache in den Hauptdatenbanken gespeichert und oder wieder abgerufen, um sie dann im Bedarfsfall den Game-Servern schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. Habe ich als Spieler also eine Getränkedose auf einem Baumstumpf auf Microtech hinterlassen, wird diese Getränkedose auf dem Baumstumpf auf Microtech im iCache vorgehalten. Fliege ich mit meinem Raumschiff davon, wird der Zustand der Getränkedose mit Koordinaten in die Persistenzdatenbank im Backend geschrieben. Nähere ich mich wieder dieser Position und besteht damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem bestimmten Zeitrahmen die Dose auf dem Baumstumpf sehen könnte, sie dementsprechend gestreamt und gespawnt werden müsste, werden die Daten aus dem Backend abgerufen und im iCache vorgehalten. Nähere ich mich dem Baumstumpf tatsächlich, können so die Assets aus dem iCache sofort dem Game-Server und von dort aus dem Client zur Verfügung gestellt werden. Tue ich das nicht, sondern drehe ab und entferne mich wieder, ohne die Dose gesehen zu haben, werden die Daten aus dem iCache wieder gelöscht, womit der Game-Server um diese Berechnung erleichtert wurde. Ein weiteres zentrales Element des Schaubildes ist die Subsumption. Die Subsumption ist das KI-Fundament von Star Citizen und wird in der alteingesessenen Community manchmal wie der Heilige Gral ehrfürchtig betrachtet. Subsumption, das klingt wie eine Erfindung von CRG. Tatsächlich ist es aber ein recht altgedienter Begriff. Aber was ist das eigentlich, eine Subsumption? Und wo hat es seinen Ursprung? Was bedeutet es und welche Vorteile bietet der Einsatz von Subsumption? Ein sehr interessantes und auch umfangreiches Thema, sodass ich hierzu einen Exkurs einflechten möchte. Das Wort Subsumption oder auch auf Deutsch Subsumption ist zunächst nichts Magisches. Es ist der Begriff für eine Unterordnung, ein Vorgang, bei dem man einen Begriff oder eine Struktur unter einen anderen Begriff oder unter eine andere Struktur ordnet. Man könnte es auch als logisches Schichtensystem bezeichnen. Das Wort Subsumption ist zunächst relativ alt. Es wurde zum ersten Mal verwendet von einem Psychologen namens David Paul Orsobel, geboren 1918 in Brooklyn, der 1968 zum ersten Mal das Gedächtnismodell der Subsumption-Theorie beschreibt. David Orsobel beschreibt darin Gehirnstrukturen und leitete davon Lernkonzepte ab, die davon ausgehen, dass, um neue Dinge zu lernen, zuerst ein großes Bild von dem bekannten Wissen aufgezeigt werden muss. Das sogenannte Big Picture, das große Bild. Diese dann sogenannte kognitive Struktur stellt also alle bisherigen Lernerfahrungen dar, auf die neu zu lernende Inhalte oben aufgeschichtet werden, beziehungsweise nach seiner Idee dem Big Picture untergeordnet subsumiert werden. David Orsobel hat verschiedene Arten der Subsumption definiert und Vorschläge erarbeitet, wie man sich dieses Wissen zunutze machen kann, um effizienter lernen zu können. Aber darauf möchte ich an dieser Stelle gar nicht weiter eingehen. Wer sich dafür interessiert, kann gerne mal im Internet suchen nach David Orsobel und seiner Subsumptionstheorie.
Gehen wir ein Stückchen in die Zukunft, und zwar in das Jahr 1986. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der australische Informatiker und Kognitionswissenschaftler Rodney Allen Brooks dieses Konzept zunutze gemacht und einen darauf aufbauenden Ansatz zum Bau von Robotern, genauer gesagt der künstlichen Intelligenz, zum Steuern von Robotern entwickelt, um zu erreichen, dass diese sich in veränderlichen Umgebungen flexibel bewegen können. Doch noch einmal einen Schritt zurück. Wir reden über Subsumption, wir reden über KI, künstliche Intelligenz. Doch was ist das eigentlich, künstliche Intelligenz? Das Ziel einer künstlichen Intelligenz ist zunächst einmal die Herstellung eines intelligenten Agenten. Dieses kann man auch als Herstellung eines möglichst guten, autonomen, lernenden Informationssystems ansehen. Wir kennen Beispiele aus unserer täglichen Welt und Umgebung, zum Beispiel schachspielende Computer, wie zum Beispiel Deep Blue, Deep Thought, oder Sprachübersetzer, wie DeepL, oder Texterkennungssysteme oder auch Haushaltsroboter, oder heutzutage intelligente Informationssysteme wie zum Beispiel Alexa. Allgemein ist ein intelligenter Agent, der im Kern einen Computer hat und mit der physikalischen Umwelt agiert, ein Roboter. Dabei muss dieser Roboter eben nicht physikalisch und anfassbar sein, sondern kann auch ein Software-Roboter sein, ein Softbot, der eine Wissensbasis hat und auf Einflüsse reagiert. So ein Roboter hat ein Vorwissen implementiert. Um seine Aufgaben und Ziele zu erreichen, sind diese üblicherweise mit Prioritäten versehen. So ein Agent kann Beobachtungen über die Umgebung oder auch Beobachtungen über sich selbst machen und daraus Schlüsse ziehen. Das nennt man dann Lernen. Und aufgrund dieser Eingaben berechnet der Agent als Ausgabe seine nächste Aktion. Wann also verfügt ein Computer über einen Agenten, eine künstliche Intelligenz? Und welche Eigenschaften zeichnet eigentlich eine Methode als KI-Methode aus? Die Schwierigkeit, diese Frage zu beantworten, liegt darin, dass es im Prinzip keine eindeutige allgemeine Definition von künstlicher Intelligenz gibt. Gemäß Russell und Norvig gibt es zwei Dimensionen: menschliches Verhalten gegenüber rationalem Verhalten, Denken gegenüber Handeln. Während menschlich bedeutet, dass es das Ziel ist, den Menschen nachzuahmen, meint rational ein optimales, effizientes Vorgehen, zum Beispiel bezogen auf ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Von den vier genannten Punkten ist das rationale Handeln im Allgemeinen der Agentenansatz. Ein Agent ist ein System, das agiert, das heißt auf seine Umgebung, die Eingaben, eine Reaktion, die Ausgaben durchführt. Dabei erwartet man im Allgemeinen, dass der Agent autonom operiert, das heißt selbstständig und für längere Zeit im Rahmen seiner Umgebung und Handlungsmöglichkeiten reagiert, sich anpasst, seine Ziele verfolgt, die sich eventuell den Gegebenheiten anpassen. So ist es also durchaus denkbar, dass ein rationaler Agent eine Logik mitsamt Schlussregeln verwendet, um rationale Entscheidungen zu treffen. Die Wirkung des rationalen Agenten kann menschlich sein, wenn dies eben rational ist. Es ist aber keine Anforderung an den rationalen Agenten, menschliches Verhalten abzubilden. Der ganz große Vorteil von rationalen Agenten ist, dass diese klar mathematisch definiert werden können. Wir haben jetzt ein sehr generelles, übergreifendes Verständnis einer KI gewonnen. Gehen wir also einen Schritt weiter und schauen, was eine KI eigentlich ausmacht. Nach einem herkömmlichen Modell könnte die Architektur für die Verhaltenssteuerung eines Agenten oder auch eines Menschen stark vereinfacht in drei Bereiche aufgeteilt werden: Wahrnehmen, Verarbeiten und Handeln. Dieses Modell ist so vertraut, dass niemand auf die Idee käme, dass hier schon Einschränkungen gemacht werden. Denn diese drei Module werden grundsätzlich getrennt voneinander angesehen. Aber es gibt ein anderes Modell, das gar keinen eigenen Bereich für die Verarbeitung der Wahrnehmung vorsieht. Wahrnehmen und Handeln gehen ineinander über
Und in der Schnittmenge befindet sich das, was wir als Intelligenz verstehen. Wenn wir nun einem KI-Agenten beibringen wollen, in einer Welt Einflüsse, Eingaben wahrzunehmen, sie zu bewerten und entsprechende Handlungen daraus abzuleiten, so ist das in erster Instanz eine Abfolge aus mehreren Aktionsinstanzen, die sich zu einer Art sequenzieller Kette zusammensetzt, deren Aktionen nacheinander durchlaufen werden müssen. So eine sequenzielle Kette adaptiert auf unsere Star Citizen Spielwelt kann sein: Ein Spieler betritt einen Laden und der KI-Agent, im Falle der NPC-Ladeninhaber, registriert das und erhält die Eingabe vom System, dass er den Neuankömmling, den potenziellen Käufer, anschauen und ihn begrüßen soll. Und schon alleine diese einfache Handlung ist die Aufnahme von Daten, Planung und Umsetzung einer Aktion und natürlich auch schon die Ansteuerung der nächsten Aktionsmöglichkeit. Bei einer sequentiellen Steuerungsarchitektur einer KI müssen allerdings immer alle Aktionsschichten nacheinander durchlaufen werden. Und wenn so eine Schicht einmal ausfällt, dann legt es unter Umständen die gesamte KI lahm. Außerdem sind hier Änderungen nur sehr schwer durchzuführen. Und hier kommt die Subsumptionsarchitektur ins Spiel. Seit dem Jahr 1997, das war das Jahr, in dem das erste Mal ein Schachcomputer, in dem Falle Deep Blue, gegen einen Menschen, gegen Kasparov, gewonnen hatte, wissen wir, dass künstliche Intelligenz der menschlichen überlegen sein kann. Der Vorteil nämlich der menschlichen Intelligenz gegenüber Schachcomputern war bis dato allein, dass der Mensch in der Lage ist, unlogische oder auch chaotische Schlüsse zu ziehen, die am Endpunkt natürlich logisch sind, für den Computer aber erst einmal nicht nachzuvollziehen. Seit dem Jahr 2005 wissen wir, dass man allein mit dem Einsatz von guter Software-KI-Entwicklung Wettbewerbe gewinnen kann im Bereich der selbstfahrenden Autos. 2005 nämlich nahm Sebastian Truhn an einem wichtigen Wettbewerb unter der Schirmherrschaft der Forschungsbehörde DARPA teil, Defense Advanced Research Projects Agency. Er entwickelte mit dem Stanford Racing Team den selbstfahrenden VW Touareg Stanley, der die 2005 mit 2 Millionen US-Dollar dotierte DARPA Challenge gewann. In einem darauf folgenden Vortrag aus dem Jahr 2006 erzählte er erstaunlich wenig über die künstliche Intelligenz. Auf Nachfragen gab er in einer Randbemerkung zu, dass er als Softwarearchitektur eine abgewandelte Subsumption Architecture à la Rodney Brooks eingesetzt hat, was im Grunde nur bedeutet, dass sein Softwareprojekt nicht mit klassischer künstlicher Intelligenz betrieben wurde, also nicht mit einer sequentiellen Logik. Sebastian Truhn hat sich also einer Theorie bedient von Rodney Allen Brooks, der Subsumption-Architektur. Die Subsumption-Architektur teilt ein komplexes Verhalten in mehrere horizontale Schichten auf, wobei die unteren Schichten einfaches und grundsätzlich notwendiges Datenmaterial enthalten, das Big Picture, und die jeweils höheren beinhalten dann die komplexeren Verhaltens- und Datenmuster. Höhere Ebenen erweitern im gewissen Sinne die niedrigeren, die Basisschichten. Errechnete Daten der unteren Ebenen können in den höheren Ebenen verwendet werden. Jede Schicht ist quasi ein eigenes Modul und all diese Module arbeiten asynchron, können aber miteinander kommunizieren. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass alle diese Schichten sequenziell durchlaufen. Das ganze System ist durch seine Modularität und Asynchronität also jederzeit einsatzfähig und es kann jederzeit erweitert und verbessert werden. Denn auch wenn eine Schicht ausfällt, sind die anderen Schichten in der Lage, gegebenenfalls autark ohne diese Schicht weiter zu agieren. Die Vorteile gehen aber noch weiter. Es kann zum Beispiel passieren im Spiel, dass mehrere Teilsituationen oder auch anstehende Entscheidungen der KI sich gegenseitig widersprechen, dass also rationales Handeln gar nicht möglich ist. Die unmittelbare Wichtigkeit der jetzt anstehenden Handlung hängt also vom Kontext der Umwelt oder der Umgebung ab.
Das Verhalten der KI in Bezug auf ihr höheres Ziel soll das der unteren Basisschicht, was die grundsätzlichen Verhaltensmuster und Ausrichtungen enthält, also ersetzen oder überschreiben. Die Entscheidung über das dann gültige finale Verhalten in dieser sich widersprechenden Situation ergibt sich also aus Teilberechnungen, die ihrerseits von den Spielwelteinflüssen abhängen. Der Anteil einzelner Einflüsse am Gesamtergebnis hängt also nicht von irgendeiner übergeordneten ersten oder von einer Grundinstanz ab, sondern ergibt sich immer dynamisch während des Spiels, während der NPC-Aktion mit uns Spielern. Dabei spielt die Situation der Spielwelt eine große Rolle, da sie das Verhalten der NPC-Aktion bestimmt. Und das resultierende Verhalten kann nur im Zusammenhang mit der Spielwelt sinnvoll betrachtet werden. Fassen wir also als Fazit zusammen. Die Subsumptionsarchitektur sieht keine zentrale Verarbeitung und Speicherung der Daten vor. Es muss kein konsistentes Abbild der Spielwelt erschaffen werden, da dieses an keiner Stelle des Systems verlangt wird. Das bedingt dadurch, dass das gesamte Verhalten in N Unterverhalten zerlegt und in Schichten hierarchisch geordnet wird. Jede Schicht definiert eine bestimmte Verhaltenskompetenz. Höhere Ebenen sind in der Lage, niedrigere Ebenen zu subsumieren. Zum Beispiel könnte die unterste Schicht eines Roboters ein Objekt vermeiden sein. Die zweite, darüberliegende Schicht wäre herumlaufen, die unter der dritten Schicht die Welt erkunden verläuft. Da ein Roboter über die Fähigkeit verfügen muss, Objekte zu vermeiden, um effektiv herumwandern zu können, erstellt die Subsumptionsarchitektur ein System, in dem die höheren Schichten, die Welt erkunden, die Kompetenzen der ihnen jeweils untergeordneten Schichten nutzt. Und unter anderem mit diesen Errungenschaften hatte sich Tony mit seiner Firma Superluminal beschäftigt und setzt dieses Wissen jetzt ein, um seine Vision des dynamischen, eskapistischen Spieluniversums zu ermöglichen. Doch CIGs Subsumption ist noch viel mehr. Und das erzählt uns Francesco im Star Citizen Live, das ich euch später auch noch im Rahmen dieses Videos vorstellen werde. Es ist ein Werkzeug, mit dem CIG verhaltensbasierte Missionen kreieren kann, dass sie zum Bevölkern der Umgebung, zum Erstellen von Object-Containern nutzen können. Oder um zu definieren, welche Art von Aktionen die Designer von den Programmierern zur Verfügung gestellt bekommen, welche Art von Variablen sie verwenden können und so weiter und so fort. CIG Subsumption ist also nicht nur Kontroll- und Steuerungsarchitektur, sondern vielmehr ein Hybrid aus zentralem, mächtigem KI-Fundament und Werkzeug zur Lebenserweckung der KI-gesteuerten Spielwelt von Star Citizen. Und mit diesem ganzen Vorwissen gehen wir nun rein in das Video Quantum, Quasar and Virtual AI. Hi, I'm Tony Zurovec and I'm the director. Tony Zurovec, Director of Persistent Universe for Star Citizen, stellt uns seine Ergebnisse der Arbeiten seines Teams des vergangenen Jahres vor. Ein Update darüber, wie sich die Backend-Architektur und die systemischen Funktionen entwickeln, welche Fortschritte sie im letzten Jahr gemacht haben, was am Horizont zu sehen ist und wie sich das alles auf unser Spielerlebnis auswirken wird. Um uns ein umfassenderes Verständnis für die langfristige Richtung zu geben und was all dies letztendlich bedeuten wird, wird er Bereiche vorstellen, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und wird dazu auch auf illustrative Beispiele zurückgreifen, damit das zugrunde liegende Konzept deutlich wird. Zunächst ein kurzer Rückblick. Quantum ist eine Simulation des Spieluniversums. Sein Zweck ist es, sich Dinge, der Preis von Waren in einem bestimmten Geschäft, die Menge an Piraten in der Nähe einer Landezone oder welche Missionen in dieser Landezone angeboten werden, im Laufe der Zeit auf logische und realistische Weise entwickeln und verändern. Dies geschieht durch die Simulation von Hunderttausenden von leichtgewichtigen, lightweight NPCs,
die Quanta genannt werden und deren KI-Logik sich auf genau die Aspekte konzentriert, die zur Erzeugung der benötigten Informationen notwendig sind. Basierend auf einer kleinen Liste von Attributen trifft jedes einzelne der Quanta seine eigenen Entscheidungen und nutzt dabei die gleichen Ressourcen, Geschäfte und Jobs wie die Spieler. Da die Simulation viele Millionen Entscheidungen pro Minute berechnen muss, ist das KI-Verhalten der Quanta auf die wirtschaftlich sinnvollsten Details fokussiert, wodurch Quantum seine gesamte Rechenleistung auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann. Jedes Quanta besitzt seinen eigenen, einzigartigen Satz von Attributen, die beeinflussen, wie gut dieses Quanta arbeitet und wie es Chancen wahrnimmt. Die anfängliche Implementierung von Attributen wird zwei Hauptkategorien haben. Proficiencies, Fähigkeiten und Traits, Eigenschaften. Proficiencies, Fähigkeiten, wirken wie ein Multiplikator darauf, wie gut ein Quantum-NPC eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Unterschiedliche Aufgaben erfordern unterschiedliche Fertigkeiten, wobei höhere Fertigkeiten mit einer besseren Ausführung gleichzusetzen sind. Traits, Eigenschaften beschreiben, welche Art von Aufgaben ein Quantum-NPC bevorzugt, indem sie den von ihm wahrgenommenen Wert der Aufgabe verändert. Jeder Job hat eine bestimmte Ausrichtung, und wenn die Eigenschaften eines Quantas mit der Ausrichtung eines Jobs übereinstimmen, wird er den monetären Wert dieses Jobs als höher wahrnehmen. Zur Veranschaulichung des Konzepts nehmen wir zwei Jobs an beiden Enden der Aggressionsskala und nehmen zunächst an, dass sie beide gleich bezahlt werden. Nun erzeugt Toni ein Quanta mit einem durchschnittlichen Aggressionswert. Dieses Quanta ist nicht näher am Aggressionslevel eines Fabrikarbeiters als der eines Security-Mitarbeiters. Also ist es keine Überraschung, dass für dieses Quanta die Bezahlung für beide Jobs gleich bewertet wird. Wenn man jedoch die Aggressionsausrichtung dieses Quanta verringert, können wir sehen, dass sich die wahrgenommene Höhe des Geldes für beide Jobs ändert. Wiederum hat sich der tatsächliche Lohn überhaupt nicht verändert, sondern nur der wahrgenommene Wert aus der Sicht dieses Quantas. Es ist immer noch möglich, dass das Quanta den Security-Job wählt, aber in diesem Fall müsste der Job viermal so viel Entlohnung bieten. Wenn Toni diese Quanta-Aggressionseigenschaft auf einen sehr hohen Wert setzt, passiert das Gegenteil. Jetzt sieht es so aus, als ob der aggressive Security-Job viel höher entlohnt wird. Die friedlichen Fabrikarbeiterjobs scheinen sich nur noch wenig zu lohnen. Natürlich haben Jobs mehr als nur ein Merkmal, um sich zu unterscheiden. Nehmen wir an, wir nehmen einen anderen aggressiven Job. Pirat. Mit nur einer Dimension würde der Piratenjob für dieses Quanta genauso lukrativ aussehen wie ein Job beim Security Service. Quantum kann nun aber zwischen diesen beiden Jobs unterscheiden, indem die Moraleigenschaft hinzugefügt wird und beide dieser aggressiven Jobs auf den richtigen Platz auf dieser Skala gesetzt werden. Da nun alle Jobs eine einzigartige Kombination von Aktionsausrichtungen haben, können wir beobachten, wie sich die wahrgenommene Entlohnung für alle drei dieser Jobs ändert, obwohl in diesem Falle alle Jobs tatsächlich genau dieselbe Entlohnung bieten. CRG experimentiert derzeit mit vier verschiedenen Ausrichtungen, erwarten aber, dass sie im Laufe der Zeit zumindest ein paar weitere hinzufügen werden, um sicherzustellen, dass sich die Quanta nicht um den höchst bezahlten Job zu einem bestimmten Zeitpunkt streiten, sondern, genau wie eine reale Population von Individuen, alle ihr eigenes, einzigartiges Kalkül durchführen, um zu bestimmen, was für sie am attraktivsten aussieht und sich im Endeffekt CIG die schöne Verteilung der Quanta der Arbeiter ergibt, die sie wollen. Die Quantensimulation, die auf der letzten CitizenCon lief, war in TypeScript implementiert, einer relativ langsamen Sprache, die CIG auf weniger als 10.000 Quanta beschränkte. Die gesamte Logik wurde seitdem in C# umgeschrieben. TypeScript ist eine von Microsoft geschriebene Open-Source-Sprache, die auf JavaScript, einem der weltweit am häufigsten verwendeten Tools, aufbaut, indem man statische Typdefinitionen verwendet. Deshalb der Name TypeScript. Man kann verhältnismäßig schnell Logiken entwickeln, allerdings hat es einen gravierenden Nachteil. TypeScript frisst sehr viele Ressourcen, weshalb sich die von Toni vorgestellte Urversion beschränken musste. C# hingegen ist zwar sperriger zu programmieren, weil es sehr maschinennah ist und die Programmierer wirklich wissen müssen, was sie dort tun, aber es ist wesentlich
dadurch, dass es maschinennah ist, wesentlich effizienter im Umgang mit Daten, weshalb damit diese Grenze von damals 10.000 Quanta um ein Vielfaches nach oben korrigiert werden konnte. Doch nicht nur damit. Es wurde viel Zeit und Mühe in die Optimierung des Threading und der Ressourcenprotokollierung investiert, erklärt Tony weiter, wodurch die Leistung um mehr als 2 Größenordnungen gesteigert werden konnte. Stanton ist eines der komplexeren Sonnensysteme und wird etwa 50 bis 100.000 Quanta benötigen, um die erforderliche Genauigkeit zu erreichen. Das bedeutet, dass man nun durch den Einsatz von C-Sharp ohne zusätzliches Leistungstuning eine Menge zusätzlichen Spielraum hat, um kommende Sonnensysteme wie Pyro zu unterstützen. Ähnlich wie eine reale Wirtschaft produziert Quantum eine enorme Menge an Daten und es gibt unzählige Möglichkeiten, die Simulation anzupassen. Eine Kombination zu finden, die die gewünschten Ergebnisse liefert, ist schwierig. Um dieses Problem zu lösen, schuf CIG Odin, ein Plugin für die Python-basierte JupyterLab-Umgebung. Das Stichwort dieser Information ist Python, auch fälschlicherweise gerne als Python ausgesprochen. Python ist eine heute beliebte Programmiersprache. Sie wurde von Guido van Rossum entwickelt und 1991 veröffentlicht. Über den Ursprung von Python schrieb van Rossum 1996: Vor über 6 Jahren, im Dezember 1989, suchte ich nach einem Programmierprojekt, das mich über die Weihnachtswoche beschäftigen würde. Mein Büro würde geschlossen bleiben, aber ich hatte auch zu Hause einen PC und sonst nicht viel zu tun. Ich entschied mich, einen Interpreter für die Scriptsprache zu schreiben, über die ich kürzlich nachdachte. Ein Nachfolger von ABC, der auch Unix und C-Hacker ansprechen würde. Ich wählte Python als Arbeitstitel für das Projekt, weil ich in einer leicht respektlosen Stimmung und ein großer Fan des Monty Pythons Flying Circus war. Freie Übersetzung aus der Einleitung von Programming Python von Mark Lutz, veröffentlicht von O'Reilly. Python wird verwendet für serverseitige Webentwicklung, Softwareentwicklung, grundsätzlich Mathematik und Systemscripting. Unter anderem kann Python sehr effizient auf Servern verwendet werden, kann verschiedene Datenbanksysteme verknüpfen und ist in der Lage, große Datenmengen zu verarbeiten und komplexe mathematische Berechnungen durchzuführen. Dabei ist Python auf verschiedensten Plattformen einsetzbar. Ihr hört schon, Python klingt gerade wie geschaffen für die Verarbeitung der Unmengen an Daten des Quantumsystems. Das hier erwähnte Python-basierte JupyterLab ist eine webbasierte Next-Gen-Benutzeroberfläche. Ergo, Odin ist eine Benutzeroberfläche auf Basis einer sehr leistungsfähigen Programmiersprache, um die in C-Sharp vorliegenden Datenströme zu konsolidieren und den Mitarbeitern von CRG anzuzeigen, damit die entsprechende Eingaben und Änderungen vornehmen können. Nun haben wir gerade den lustigen Grund erfahren, wie Python zu seinem Namen gekommen ist. Und was hat es mit Odin auf sich? Nun, hier können wir nur spekulieren. Es kann ein Akronym sein. Zum Beispiel hieß eines der Projekte meiner IT-Laufbahn Now, No Other Way, kein anderer Weg. Aber es kann auch einfach ein Hinweis sein auf den Göttervater der nordischen und kontinentalgermanischen Mythologie, weil sich mit Odin sozusagen die Geschicke von Star Citizen gottgleich lenken lassen. Und so erklärt Tony weiter, dass Odin ein leistungsfähiges, webbasiertes Tool ist, das eine Echtzeit-Dateninterpretation der dynamischen und komplexen Wirtschaft des Spiels ermöglicht, basierend auf den Aktionen sowohl der Spieler im Live-Spiel als auch von Quanta. Hier verwendet Tony Odin, um gleichzeitig alle Graphen anzuzeigen, die mit der Wirtschaft von Aluminium zu tun haben. Wo es im Stanton-System abgebaut, veredelt, hergestellt und verkauft wird. Es ist ein bisschen viel Information, also verfeinert er die Suche, indem er das Wort kaufen zum Graphenexplorer hinzufügt. Bevor wir die eigentlichen Graphen sehen, wird uns eine Vorschau angezeigt, was in komplizierteren Suchszenarien sehr nützlich ist. In diesem Fall hat Tony aber alles schon auf eine überschaubare Größe reduziert. Er springt zu den eigentlichen Graphen. Alles sieht gesund aus. Wir können die zyklische Natur der Rohstoffpreise sehen, ein Zeichen dafür, dass sie auf dem richtigen Weg sind und die wirtschaftliche Modulation bekommen, die CIG möchte. Alle diese Graphen werden von der Simulation in Echtzeit aktualisiert. Tony kann in bestimmte Zeiträume hineinzoomen, was von unschätzbarem Wert ist, wenn man versucht herauszufinden, warum die Verfügbarkeit einer kritischen Ressource versiegt ist oder der Preis von etwas durch die Decke gegangen ist.
Bei einem so komplexen System ist es oft schwierig, vorherzusagen, welche Art von Informationen man einsehen möchte. Odin wurde daher so konzipiert, dass es extrem flexibel und anpassungsfähig ist. Ein besonders leistungsfähiges Datenanalyse-Tool, das CRG dafür entwickelt hat, ermöglicht es CRG, den Fluss von Waren und Dienstleistungen aus einer übergeordneten Perspektive zu betrachten. Sie nennen es den Lisee-Graph. Nach Python und Odin noch ein spannender Name. Was ist ein Lisee-Graph? Google warf mir dazu nichts aus. Die Community hatte auch Fragezeichen über dem Kopf. Glücklicherweise hat mir der deutsche CRG-Community-Manager Chris, aka Wayne, geantwortet und erklärt, es wird Lisee buchstabiert, L-I-Z-E-Apostroph-E. Und Toni hat den Graphen nach diesem Kollegen mit diesem Namen benannt, der stark an der Entwicklung dieses Tools beteiligt ist. Aha, danke für die Info, lieber Chris. Mittels des Lisee-Graph können wirtschaftliche Flüsse dynamisch anvisiert und Übergänge animiert werden, sodass man visuell sehen kann, wie sich die Dinge im Lauf der Zeit verändern. Hier hat Toni eine Reihe verschiedener Produktknoten ausgewählt und wir können alle wirtschaftlichen Beziehungen für diese Artikel auf dem Graphen dargestellt sehen. Der Graph erlaubt es CRG, zwischen verschiedenen Schlüsselflüssen zu wechseln, wie zum Beispiel dem Volumen der Waren, dem Fluss der UEC und sogar der Wertdichte bestimmter Routen im Universum. Die Knoten sind nach der größten bis zur geringsten wirtschaftlichen Aktivität geordnet und Veränderungen im Laufe der Zeit ordnen sie neu. CRG kann also wichtige Verschiebungen in der Wirtschaft erkennen, indem sie einfach beobachten, wie die Knoten ihre Position anpassen. Dieses Werkzeug kann sowohl Echtzeit- als auch historische Daten analysieren, sodass sie in der Zeit zurückgehen und die Entwicklung der Faktoren sehen können, die ein Problem verursacht haben und was getan werden könnte, um es zu beheben. Bei der Inspektion eines Zeitabschnitts kann CRG sehen, wie sich die Elemente der Wirtschaft ein- und ausschalten, je nachdem, ob sie in diesem Zeitraum relevant waren oder nicht. Oft werden sie ein bestimmtes Material untersuchen wollen, um herauszufinden, wie dieses Material durch die Wirtschaft fließt. Mit dem Lisee-Graph können sie ein Material wie Aluminium auswählen und damit alle Gegenstände, die aus diesem Material hergestellt werden. Das gibt CRG sofort einen intuitiven Überblick über die Beziehungen zwischen den Herstellungsrezepten und der systemweiten Logistik aus der quasi Vogelperspektive. Hier sieht es so aus, als ob der größte Teil des rohen Aluminiums in der Wirtschaft in Gegenstände fließt, die in den Geschäften auf Crusader und R-Corp verkauft werden. Nach einer Weile jedoch gehen den Geschäften auf Crusader die Bestände aus und sie hören auf, solche Waren zu verkaufen und alle Verkäufe werden nach Hurston und R-Corp verlagert. Da neue Materialien, Rezepte und Gegenstände zu einem immer komplexeren Universum hinzugefügt werden und sich das Verhalten der Spieler ändert, wird CRG häufig auf solche Probleme stoßen und analytische Werkzeuge wie der Lisee-Graph werden von unschätzbarem Wert sein, um dabei zu helfen, solche Probleme schnell zu erkennen und zu bestimmen, was getan werden muss, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Aktionen der Spieler werden in Quantum zurückgespeist, sodass diese Daten in die Simulation einbezogen werden können und Odin kann diese Informationen genauso auswerten wie die von Quanta. Es ist zum Beispiel vollständig mit dem Law System, mit dem Rechtssystem verknüpft und kann so eine Heatmap erstellen, die zeigt, wo Spieler bestimmte Verbrechen begehen. Wenn es zu viel PvP-Aktionen in einem Bereich gibt, der eigentlich sicher sein sollte, könnte CRG mehr Security-Kräfte hinzufügen, zusätzliche Geschütztürme aufstellen oder die Strafmaße des Rechtssystems erhöhen. Um es klar zu sagen, Odins analytische und statistische Fähigkeiten werden auch für die Quantum-Simulation von großem Nutzen sein, da Odin Quantum ermöglicht, besser zu verstehen, wie man verschiedene Regler und Hebel einstellen kann, um ein dynamisches Universum zu ermöglichen, in dem die Dinge logisch ablaufen und alles als Teil einer größeren, komplexeren Maschine funktioniert. Quanta, die sich zum Beispiel auf den Transport von Waren konzentrieren, werden einen Preisaufschlag verlangen, der darauf basiert, wie viel Risiko sie auf ihrer Route ausgesetzt sind. Und Odin kann alle möglichen Wege, die sie nehmen könnten, nach Risiko, Treibstoffverbrauch oder jeder anderen gewünschten Metrik sortieren, sodass die Quanta entscheiden können, ob sie an dem Auftrag interessiert sind und, wenn ja, welche Art von Bezahlung sie verlangen würden. Hier ist ein Balkendiagramm, das zeigt, wo all diese Verbrecher ihre Zeit verbringen.
und ein weiteres, das zeigt, wie sie ihr Geld ausgeben. Odin kann die beliebtesten Abbauorte identifizieren und weiß, welche Materialien an diesen Orten abgebaut werden. Es weiß, welche Art von Schiffen die Spieler fliegen, wie viele Spieler an Bord sind und gegen welche Art von Schiffen sie antreten. Odin kennt das gesamte Missionssystem und kann so die Position der Spieler mit den von ihnen angenommenen Missionen abgleichen. So kann CRG auf einen Schlag ein Gefühl dafür bekommen, welche Mission die Spieler am interessantesten finden, sodass sie sich darauf konzentrieren können, mehr von dieser Art von Inhalten zu erstellen und wohin diese Missionen sie führen, sodass sie verstehen können, welche Teile des Sonnensystems nicht ausgelastet sind. Einer der interessantesten Graphen, die CRG erstellt hat, ist dieser, der die Qualität des Missionsdesigns misst. Jeder Kreis repräsentiert eine Mission und größere Kreise zeigen an, dass mehr Spieler diese bestimmte Mission absolviert haben. Die X-Achse gibt den Prozentsatz der Spieler an, die die Mission erfolgreich abgeschlossen haben, gemessen an allen Spielern, die sie abgeschlossen haben. Und die Y-Achse gibt den Prozentsatz der Spieler an, die die Mission beendet haben, obwohl sie sie nicht bestanden haben. Daraus ergeben sich für CRG alle möglichen interessanten Einblicke. Niedrige Positionen auf dem Diagramm zeigen zum Beispiel an, dass die meisten Spieler ein anderes Ergebnis als Erfolg oder Misserfolg erhalten. Sie brechen entweder die Mission ab oder trennen die Verbindung, was beides nicht gut ist. Positionen ganz links bedeuten, dass die meisten Spieler, die diese Mission unternommen haben, sie nicht bestanden haben. Der untere linke Quadrant kennzeichnet Missionen, die häufig aufgegeben werden oder scheitern, wenn sie nicht aufgegeben werden, was wahrscheinlich auf ein Problem hinweist. Missionen in der Nähe des unteren rechten Quadranten haben eine hohe Erfolgsrate, werden aber häufig abgebrochen, was möglicherweise darauf hinweist, dass sie zu einfach oder zu langweilig sind. Die interessantesten Missionen befinden sich in der oberen Mitte. Sie werden häufig bis zum Ende durchgespielt, sind aber nicht immer erfolgreich. Das sind die Missionen, die sowohl fesselnd als auch schwierig sind. CRG nutzt Informationen wie diese, um die Simulation zu tunen, aber auch um grundlegendes Feedback darüber zu erhalten, welche Art von Missionen die Spieler am ansprechendsten finden und wo es Probleme gibt. Das verfeinerte Gameplay, das Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, machte von einigen neuen Backend-Diensten Gebrauch. Der Job-Service ist allgemeiner gehalten und wird auch eine Schlüsselkomponente bei der Implementierung einer Reihe anderer kommender Funktionen sein, darunter alles vom Be- und Entladen von Fracht bis hin zu Reparatur-, Betankungs- und Auffüllungsdiensten, also wenn Munition aufgefüllt werden muss. Der Raffinierungsservice bietet den Spielservern die Möglichkeit, die verfügbare Verarbeitungskapazität einer Raffinerie und ein Preisangebot für eine bestimmte Menge an Material mit den angegebenen Geschwindigkeits- und Qualitätsoptionen abzurufen. Diese neuen Services sind ein Beispiel für die Art und Weise, wie die Entwicklung heutzutage oft abläuft, nämlich dafür zu sorgen, dass alle Verknüpfungen zu und von der Datenquelle von Anfang an richtig abstrahiert werden, sodass CRG, sobald Quantum die erforderlichen Daten bereitstellen kann, einen Schalter umlegen kann, um sie zu aktivieren. Bisher, wenn Quantum Reisen zu einem Planeten oder einem Mond zu geringfügigen, wenig vorhandenen Ressourcen berechnete, wählte das System einen zufälligen Ort auf der Oberfläche aus. Das bedeutete, dass Quantum noch nicht in der Lage war, die räumliche Treue zu generieren, die CRG brauchte, damit sie genau bestimmen konnten, wo NPCs zu finden sind und wo nicht. Der Ressourcenservice, den CRG im letzten Jahr fertiggestellt hat, stellt Quantum jedoch eine API, eine Programmierschnittstelle zur Verfügung, die nicht nur den Zugriff auf diese Informationen ermöglicht, sondern auch, dass diese Mengen verändert werden können, sodass sie nach und nach aufgebraucht werden, wenn Quanta und Spieler Ressourcen in einem Gebiet abbauen. Zur Demonstration hat Tony einen Planeten auf dem Bildschirm aufgerufen. Jetzt hebt er den Standort des gesamten Golderzes hervor. Spieler würden diese Information natürlich nicht haben und um diese Tatsache darzustellen, wird Tony einen Schatten über alles legen. Wir sehen ein einzelnes Quanta-Erkundungsschiff, das sich dem Planeten von rechts nähert. Während es über die Oberfläche fliegt, wird es die Menge und den Ort dieses Erzes enthüllen, visuell dargestellt durch das Entfernen des Schattens, und dann diese Information an andere Quanta innerhalb seiner Organisation senden. Es hat eine riesige Ader mit wertvollem Erz entdeckt und die Quanta haben nun begonnen, in Massen anzureisen, um es abzubauen.
Sie konzentrieren sich vor allem auf die Gebiete, in denen die Konzentration bekanntermaßen am höchsten ist. Dennoch werden sie auch Dinge wie das Ausmaß des Risikos in einem bestimmten Gebiet berücksichtigen, das vielleicht durch eine Spieler- oder NPC-Organisation verursacht wird, die um die Kontrolle dieser Region kämpft. Tony lässt dies in einem beschleunigten Tempo ablaufen und wir können sehen, dass die Menge an Erz in diesem großen ersten Standort schnell abnimmt. Das Forschungsschiff hat nun ein zweites Golderzfeld in der Nähe des Äquators entdeckt. Da das ursprüngliche Vorkommen inzwischen ziemlich abgebaut wurde, ist das, was übrig bleibt, zeitaufwendiger und schwieriger zu fördern und daher relativ unattraktiv. Die Quanta haben das herausgefunden und die meisten von ihnen haben begonnen, ihre Aufmerksamkeit auf das neu entdeckte Feld zu richten. Zusammengefasst erlauben diese neuen Funktionen Quantum, viel detailliertere Informationen zu generieren, was wiederum zu einem besseren und realistischeren Spielerlebnis führen wird. Quantum wird wissen, wo genau auf der Oberfläche eines Planeten NPCs zu finden sind und was sie tun sollen. Die Quanta verstehen jetzt quasi den Wert dieses Wissens und Quantum wird dessen Beschaffung, Weitergabe und Verkauf in seine Berechnungen mit einbeziehen, einschließlich dessen, was jede Information zu verkaufen wert wäre. Quantum wurde jetzt in die Backend-Architektur integriert und der Dienst wird mit allen zukünftigen Versionen des Spiels weiter ausgebaut und ausgerollt, was eine beträchtliche Menge an Zeit und Mühe erfordert, wenn man bedenkt, wie unterschiedlich einige der Tools und Technologien im Vergleich zu dem sind, was bisher eingerichtet und konfiguriert worden war. Es gibt immer noch eine enorme Menge an Arbeit auf der Simulationsseite zu tun, aber CRG nähert sich dem Punkt, an dem Teile ihrer simulierten Daten eine Verbesserung gegenüber der in verschiedenen Services eingebetteten algorithmischen Logik sein werden. CRG wird allerdings noch ein wenig testen, bevor sie damit beginnen, diese Daten in das Live-Spiel zu injizieren und selbst dann werden sie sehr klein starten und den Fokus auf ein paar ausgewählte Bereiche beschränken, damit sie alle Probleme erkennen und beseitigen können. Die ersten paar Waren, für die Quantum die Fähigkeit erlangen wird, den Preis vorzugeben, werden Treibstoff und Reparaturmaterialien sein. CRG wird es Quantum auch erlauben, die Menge der Piraterie und möglicherweise Frachtern und Security an einigen Testorten zu bestimmen. Aber wir sollten im Hinterkopf behalten, dass die Modulation manchmal etwas willkürlich erscheint, bis mehr Daten in die Simulation einfließen. CRG wird aggressiver mit den Service-Beacons agieren und wird auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse die Verantwortung des Beacon-Managements mehr und mehr zu Quantum verschieben. CRGs Hauptaugenmerk liegt im Moment weniger darauf, eine Menge Daten hin und her zu bewegen, sondern mehr darauf, alle technologischen Installationen richtig zum Laufen zu bringen. Um die Treibstoffpreise korrekt zu berechnen, muss Quantum zum Beispiel ein Konzept für Treibstoff haben, welche Art von Schiffen Quanta benutzen und die Treibstoffeffizienz, was es bisher nicht gab. Um den Bedarf an Reparaturservices abzuschätzen, benötigen die Schiffe in der Simulation ein Konzept für Schäden, was es bisher nicht gab. Um neue Arten von Daten zwischen Quantum und dem Spiel fließen zu lassen, ist oft eine Menge Arbeit erforderlich. Da iCache nun weitgehend fertiggestellt ist, konnte CRG innerhalb des letzten Monats einige der Personalressourcen umschichten und hat nun die Anzahl der Programmierer, die an der systemischen Funktionalität arbeiten, verdoppelt. Als Ergebnis befinden sie sich jetzt in der Anfangsphase einer Reihe von kritischen neuen Diensten, darunter alles von Flugsicherungsdienst, für den Server-Meshing benötigt wird, über den NPC-Scheduler, der dynamische Populationen ermöglichen wird, bis hin zum virtuellen KI-Service, den wir jetzt kennen. Die KI-Architektur von Star Citizen ist in drei verschiedene Ebenen aufgeteilt. Die High-Fidelity-Charaktere, die wir im Spiel sehen, führen Subsumption-Logik auf einem Server aus, und dies ist bei weitem die rechenintensivste der drei Arten von KI. Sie hat einen ähnlich sinnvollen Handlungszyklus wie die anderen KI-NPCs, aber da wir die High-Fidelity-NPCs sehen können, während sie ihre Aufgaben ausführen, gibt es oft wenig bis gar kein Potenzial für Vereinfachung und/oder Berechnungsreduktion. Etwas so Einfaches wie das Sitzen in einem Stuhl erfordert eine Menge Aufgaben, etwa die Erkennung des Usables, also des Stuhls, die Animation, Raycasting, Kollisionserkennung und vieles mehr. Das ist ein Problem, weil CRG in Star Citizen versucht, ganze Sonnensysteme zu simulieren
Und sie können es sich nicht leisten, diese Art von teurer Logik für Zehntausende von Charakteren auszuführen, die die Spieler nicht einmal sehen können. Also tun sie, was viele Spiele tun, und setzen vorübergehend jede KI aus, die nicht in der Nähe des Spielers ist. Das schafft allerdings eine weitere Hürde, denn sie können keine Wirtschaft effektiv simulieren, wenn Teile davon ständig heruntergefahren und neu gestartet werden. Und das ist der grundlegende Punkt, warum Quantum existiert. Die Verschmelzung dieser beiden KI-Extreme, Subsumption und Quantum, löst CIGs grundlegendes Problem. Die NPCs sehen so aus und verhalten sich genau so, wie wir es erwarten, wenn wir sie sehen können. Und die wirtschaftlichen Räder des Universums bleiben immer in Bewegung. Es gibt jedoch einen großen Fehler bei dieser Lösung. Die schwergewichtigen Subsumption-NPCs, die wir sehen und mit denen wir interagieren können, führen keine KI-Logik aus, wenn wir nicht in der Nähe sind und sind daher stark eingeschränkt in dem, was sie tun können und wann sie es tun können. Für die Lösung dieses Problems ist eine Zwischenschicht der Systemlogik zuständig, die Tony virtuelle KI nennt. Virtuelle KI ermöglicht es, virtuellen NPCs, kurz VNPCs, VNPCs, nahtlos zwischen der vollständig realisierten und physischen Welt der Subsumption und einem weitaus effizienteren immateriellen Backend-Äther hin und her zu wechseln, wo sie die Fähigkeit behalten, mit Elementen der systemischen Architektur, genau wie wir Spieler, zu interagieren. Diese Technologie wird eine Menge neuer und aufregender Spielmöglichkeiten ermöglichen, aber es wird mehr als nur ein paar Sätze für das Gesamtverständnis brauchen, weshalb wir das Ganze jetzt im Detail durchgehen. Dies ist das Stanton-Sonnensystem. Wir können die vier Planeten Arcorp, Hurston, Microtech und Crusader sehen. Tony zoomt in den Planetenbereich von Crusader und wir können seine drei Monde, Yela, Deimar und Zellin, sowie die Raumstation Port Olisar sehen. Man kann sich vorstellen, dass auf dieser Station hunderte von NPCs ihrem Leben nachgehen. So stellt sich CIG das Universum vor. Immer in Bewegung, immer im Wandel, immer real, unabhängig davon, ob wir es gerade betrachten oder nicht. Wie Tony schon erwähnt hat, ist das aber eine Illusion. CIG kann es sich nicht leisten, alle NPCs durchgehend zu berechnen. Wenn wir nicht hinsehen, deaktiviert sich der Server und lädt eine Menge unnötigen Ballast ab. Aber eine große Auswahl an Backend-Diensten behält das Wissen über alles, was wirklich wichtig ist und bietet eine aktive Schnittstelle zu diesen Systemen. NPCs außerhalb von Landezonen werden anders behandelt. Quantum sammelt statistische Informationen mittels seiner Quanta, wo sich NPCs aufhalten sollten und was sie tun sollten. Dadurch kann CIG bestimmen, wie oft Spieler einen Piraten sehen sollten oder was ein Frachter, dem wir begegnen, in seinem Laderaum haben sollte. Diese Bereiche werden Probability Volumes, Wahrscheinlichkeitsvolumina genannt. Das Wichtigste dabei ist, dass die NPCs, die sie erzeugen, flüchtig sind. Sie tauchen für einen kurzen Moment auf, damit der Bereich, den anwesende Spieler betrachten, so aussieht, wie er laut Quantum aussehen sollte. Und sobald wir Spieler uns wieder weit genug entfernt haben, werden die NPCs vollständig und unwiederbringlich aufgelöst. Tony fügt hier einen Spieler hinzu, den wir von links sehen können. Als er an Deimar vorbeikommt, ist er in Reichweite eines Wahrscheinlichkeitsvolumens, das schließlich entscheidet, dass er auf einen Piraten treffen sollte. Es wird also ein Pirat erstellt, der den Spieler angreift und nach einer Weile entscheidet der Spieler, dass er unterlegen ist und beschließt zu fliehen. Sobald er weit genug von diesem Piraten-NPC entfernt ist, wird dieser NPC von Quantum aufgelöst. Er bleibt in keiner Weise bestehen und wir werden ihn nie wiedersehen. Der Spieler reist weiter nach Port Olisar und das durchscheinende grüne Mesh zeigt an, dass das Gebiet nicht auf dem Server geladen ist und somit die Subsumption-KI nicht aktiv ist. Tony wird gleich einen VNPC hinzufügen, rekapituliert aber kurz zuvor, was VNPCs so anders macht. VNPCs führen immer irgendeine Form von KI-Logik aus, unabhängig davon, ob sie sich in der Nähe des Spielers befinden oder nicht. Die virtuelle KI ist extrem leichtgewichtig und recheneffizient, da sie alle Kosten für visuelle Elemente und unnötige Details eliminiert, aber dennoch die volle Fähigkeit zur Interaktion mit dem Spiel auf die Art und Weise beibehält, die wirklich wichtig ist. Virtuelle KI wird innerhalb des Backend-Dienstes ausgeführt und kann daher leicht skaliert werden und belastet die Spielserver nicht.
VNPCs können nahtlos zwischen leichtgewichtigen Backend-gesteuerten KI-Entitäten und vollwertigen Subsumption-gesteuerten NPCs hin und her wechseln und sind daher nicht von einem NPC zu unterscheiden, der wirklich die ganze Zeit teure Subsumption-Logik ausführt. Schließlich bauen VNPCs nach und nach ihre eigene, einzigartige Geschichte auf, während sie ihr Leben leben. Sie entwickeln sich weiter. Kurzes Zwischenfazit also. Die Subsumption steuert die High-Fidelity-NPCs, also die, die wir sehen können, aber die nichts mit Quantum zu tun haben. In Quantum hingegen existieren nur Quanta für die Berechnung unter anderem der Wirtschaftsströme und der Wahrscheinlichkeitsvolumina sowie der Beacons. Und als drittes gibt es virtuelle NPCs, Lightweight VNPCs, die nur im Backend berechnet werden, aber eine eigene, sich entwickelnde Geschichte haben und die an die Subsumption übermittelt werden, sobald sie für einen Spieler sichtbar werden und vice versa. Okay, also zurück zum Beispiel des VNPCs. Sobald der Spieler nahe genug an Port Olisar herankommt, wird dieses Gebiet in das sichtbare Verse gestreamt, auf einen Server geladen und der NPC wird initialisiert, um das fortzusetzen, was er zu dieser Tageszeit tun sollte. Jetzt wird Tony einen VNPC-Piraten in der Nähe des Spielers spawnen und dieser greift sofort an. Nach einigen Augenblicken hat der VNPC in diesem Kampf die Überhand und der Spieler wird getötet. Da das Verbrechen in Reichweite eines aktiven Com-Arrays begangen wurde, wird es zusammen mit der Zeit und dem Ort des Verbrechens in dem VNPC-Charakterverlauf aufgezeichnet. Eine kommende zukünftige Tracking-App wird es uns ermöglichen, auf Informationen wie diese zuzugreifen, wenn wir uns bei den örtlichen Behörden registriert haben, sodass die digitalen Fußabdrücke, die Spieler und VNPCs hinterlassen, nachverfolgt werden können. Der Name dieses VNPC-Piraten ist Dragon und da er nun in diesem Zuständigkeitsbereich gesucht wird, hat das Com-Array einen festen Echtzeitmarker zu seiner Position. Da der einzige Spieler in diesem Gebiet tot ist, streamt der Server nun Port Olisar und das Com-Array raus. Aber wie Tony bereits anmerkte, die VNPCs werden nicht wie ein regulärer NPC aufgelöst, der von Quantum aus einem Wahrscheinlichkeitsvolumen erstellt wurde, und ihre Logik wird nicht ausgesetzt wie ein NPC an einer Ladezone. Stattdessen gehen VNPCs einfach von ihrem physischen Zustand, in dem die Autorität über ihre Aktionen von der Subsumptionslogik, also von der Subsumption kontrolliert wird, die auf einem Server ausgeführt wird, in ihren ätherischen, nativen Zustand über, in dem ihre virtuelle KI im Backend ausgeführt wird. Dragon beginnt nun, das Gebiet zu verlassen und das Com-Array verfolgt weiterhin seine Position, bis er außer Reichweite ist, woraufhin die Echtzeitinformationen in einen Bericht der letzten bekannten Position umgewandelt werden. Er hat beschlossen, dass er Geld braucht, aber da er ein wenig risikoscheu ist, entscheidet er sich, den ganzen Weg nach Yela zu fliegen, wo es eine ganze Reihe von Transportfrachtern mit wertvollem Erz und wenig Sicherheitskräften gibt. Dragon ist in Yelas Asteroidenfeld angekommen und ist nun wieder in Reichweite eines anderen aktiven Com-Arrays, sodass seine Echtzeitposition wieder gemeldet wird, die sowohl in der Charakterhistorie als auch im Tracking-Marker angezeigt wird. Es gibt keine Spieler in diesem Bereich. Alles, was wir sehen, ist das Ergebnis einer Vielzahl von verschiedenen Services, die miteinander kommunizieren. Genau wie Spieler lösen VNPCs Wahrscheinlichkeitsvolumina des Quantum aus und Yela zeigt an, dass es in diesem Bereich ziemlich viel Frachtverkehr gibt. Dragon wird also nicht sehr lange warten müssen, bis Quantum einen Frachter generiert. Es gibt also den VNPC Dragon, der gerade die Erstellung eines Frachters veranlasst hat, der selbst zu einem VNPC wird, sodass der Frachter über seine eigene virtuelle KI auf das Geschehen reagieren kann. Dragon greift nun den Frachter an und fängt an, auf ihn zu schießen. Er ist immer noch in Reichweite eines aktiven Com-Arrays und so wird dieses neueste Verbrechen zu seiner Charaktergeschichte hinzugefügt. Er wird nun sowohl wegen Mordes als auch wegen Piraterie gesucht und das Kopfgeld auf ihn ist gerade von 6 auf 10.000 UEC gestiegen. Das Verändern des Reputationswertes und damit verbunden möglicherweise des Kopfgeldes ist eine der einfachsten Formen der VNPC-Evolution. Im Laufe der Zeit wird CRG versuchen, zusätzliche Möglichkeiten für VNPCs hinzuzufügen, damit sie sich entwickeln und ihren Einfluss auf das Spielgeschehen erhöhen. Von der Rekrutierung von Anhängern, bei dem Versuch, ein Schiffsmagnat oder Verbrecherboss zu werden, bis hin zum Erstellen und Anbieten eigener Missionen. Der Kapitän des Frachters wird sich nicht so einfach ergeben.
Er sendet einen Notruf-Beacon aus, die Spieler annehmen können, und setzt eine Belohnung von 3000 UEC für seinen Schutz aus. Leider ist er ziemlich unterlegen und wird schnell vernichtet, sodass dieses Service-Beacon abläuft, bevor ihm jemand zu Hilfe kommen kann. Informationen wie diese werden an Quantum zurückgespiegelt, was dazu führen wird, dass sich alle möglichen Dinge ändern. Wie viele Sicherheitspatrouillenmissionen in diesem Gebiet einbringen, was Transporte, die durch dieses Gebiet fliegen müssen, als Risikoprämie verlangen und wie viel ein Schiff in Not für jemanden bieten wird, der ihm zu Hilfe kommt. Die Zerstörung des Frachters hat einige Trümmer und möglicherweise ein paar wertvolle Gegenstände hinterlassen, sodass ein Spieler, der bereits auf der Route war, die Hinterlassenschaften vorfinden könnte. Ein weiterer Mord wurde Dragon nun zugeschrieben und das Kopfgeld auf ihn ist erneut gestiegen, diesmal von 10.000 auf 14.000 UEC. Er hat bei dieser Begegnung ein wenig Schaden abbekommen und wird irgendwann einige Reparaturen benötigen. Ein härter arbeitender Pirat würde vielleicht noch ein paar Frachter plündern, bevor er sich auf den Rückweg macht, aber Dragons Persönlichkeitsmerkmale deuten darauf hin, dass er, sobald er genug Geld hat, um das Nötigste zu bezahlen, mehr an Alkohol und Glücksspiel interessiert ist als an Piraterie. Also verlässt er das Gebiet und wieder einmal endet die Echtzeit-Standortverfolgung, sobald er außerhalb der Reichweite des Comarays ist. Er macht sich auf dem Weg zurück nach Port Olisar, dem nächstgelegenen Ort, der alles hat, was er will. Einen Hehler, um seine gestohlenen Waren zu verkaufen, Geschäfte, um sein Schiff zu reparieren und aufzufüllen und eine Bar, in der er den Rest seines Geldes ausgeben kann. Das Comarray in der Nähe von Port Olisar wurde deaktiviert, was bedeutet, dass die Position von Dragon bei Annäherung nicht aktualisiert wird. Der Bereich bleibt frei von Spielern und wird daher immer noch nicht ins iCache gestreamt. Dragon kann daher in seinem ätherischen Zustand bleiben und einen großen Rechenaufwand im Zusammenhang mit dem Manövrieren seines Schiffes vermeiden, aber er muss immer noch eine Schnittstelle mit der Flugsicherung herstellen, um einen Landeplatz anzufordern und von seinem Schiff zur Station zu wechseln. Services wie dieser sind immer voll funktionsfähig und für VNPCs zugänglich. Diese Landeanforderung wird jedoch in seiner Historie protokolliert. Während das deaktivierte Comarray es also für einen Kopfgeldjäger etwas schwieriger machen würde, ihn aufzuspüren, gibt es viele andere Möglichkeiten, über die Standortinformationen über einen Charakter wie Dragon erhalten werden können. Dragon musste sein Schiff auftanken und reparieren und wir können diese Aktion in der Historie sehen, wenn er mit dem Shop-Service interagiert, der diese Vorgänge steuert. Wenn ein VNPC in eine Landezone wechselt, die bedingt durch Anwesenheit von Spielern gestreamt wird, gibt der virtuelle KI-Dienst, der die Logik des VNPCs steuert, vorübergehend die Kontrolle über den Charakter an den NPC-Scheduler ab, der festlegt, wer sich an welchem Ort aufhält. Dies ist die gleiche Grundlage, auf der das Feature der dynamischen Population aufgebaut wird, mit dem Unterschied, dass es Quantum sein wird und nicht der virtuelle KI-Dienst, der die Änderungen in der Population diktiert. Das Endergebnis ist, dass, wenn ein VNPC einer Landezone zugewiesen wird und wir uns an diesem Ort befinden, wir ihm wie jedem anderen NPC begegnen können. Dragon hält sich jetzt in der lokalen Bar auf, die für die Zwecke dieser Demo zu Port Olisar hinzugefügt wurde. Wenn wir in diesem Moment in die Bar gehen würden, würde er mit dem Rest der Umgebung gestreamt werden und wir würden ihn dort tatsächlich sehen. Irgendwann hat Dragon genug von der Unterhaltung oder vielleicht geht ihm auch einfach das Geld aus. So oder so geht es zurück an die Arbeit. Und er wird zurück nach Yela jetten, um zu versuchen, weitere ungeschützte Frachtschiffe zu überfallen. Also kontaktiert er die Flugsicherung, um die Freigabe zum Verlassen des Gebiets zu erhalten und fliegt davon. Derselbe Spieler, den Dragon ganz zu Beginn traf und tötete, will sich nun rächen und das hohe Kopfgeld auf Dragon einfordern. Der Spieler vermutet, dass es ein Muster in Dragons Bewegungen geben könnte und denkt, dass er zurück nach Yela fliegen könnte. Also positioniert er sich zwischen Port Olisar, von dem er weiß, dass Dragon es gerade verlassen hat, und Yela und aktiviert ein Quantum-Störfeld. Dragon, immer noch in seiner ätherischen Form, initiiert einen Quantensprung von Port Olisar nach Yela und leitet diese Bewegung, genau wie ein Spieler, durch den Wahrscheinlichkeitsvolumina-Service. Sobald er in Reichweite dieser Interdiction-Bubble des Spielers gelangt, wird Dragons Quantumreise unterbrochen und er verwandelt sich von einer ausführenden virtuellen KI auf dem Backend in eine vollwertige Subsumption-gesteuerte KI, die Logik auf einem Server ausführt, sodass die beiden gegeneinander kämpfen können.
Wenn der Spieler wieder einmal den Kürzeren zieht, könnte er beschließen, seine Taktik etwas zu ändern und abzuwarten, ob Dragon bald nach Port Olisar zurückkehrt, wo er versuchen könnte, sich zu Fuß an ihn heranzuschleichen. Das ultimative Ziel für Star Citizen war schon immer ein dynamisches und sich entwickelndes Universum. Historisch gesehen waren die Missionsinhalte jedoch immer statisch. CRG hatte keine Möglichkeit, irgendetwas davon zu ändern, nachdem sie eine Version released hatten. Die Missionen waren auch nur auf einen einzigen Instanzserver beschränkt. Jeder Server war also eine eigene kleine Insel, abgeschnitten und unbeeinflussbar gegenüber allem, was auf anderen Servern geschah. Umgebungsdaten, die für alle Server gelten, welche Gegenstände ein Shop zum Verkauf anbietet, wie viele Frachter oder Piraten sich in einer bestimmten Region des Raumes befinden oder welche Missionen für die Landezone verfügbar sind, konnten von der Instanz-Missionslogik, die auf den einzelnen Servern ausgeführt wird, nicht verändert werden, da es noch keine Möglichkeit gab, diese Informationen zu koordinieren. Das Endergebnis ist ein Universum, das sich oft statisch anfühlt und nicht genügend Abwechslung bietet. Dynamische Ereignisse sind eine besondere Art von Missionen, die helfen sollen, dieses Problem zu beheben. Es handelt sich dabei um modulare Stücke mit konfigurierbarem Inhalt, die alles Mögliche beinhalten können. Vom einfachen Rütteln an den Rädern der systemischen Wirtschaft über einen Gefängnisausbruch, der das Rechtssystem belastet, bis hin zu einer großen Invasion eines Sonnensystems. Dynamische Ereignisse sind globaler Natur. Sie betreffen die gesamte Reihe von Servern. CRG ermöglicht dies über Erweiterungen der Missionssprache, die es ihnen ermöglicht, zu deklarieren, welche Logik auf jedem Server parallel läuft und was im Backend ausgeführt wird, während sie gleichzeitig die Möglichkeit erhalten, eine Menge globaler Daten abzufragen und zu ändern. Dies ermöglicht es CRG, die kritischen Elemente dieser Szenarien über alle Server hinweg synchron zu halten und gleichzeitig die Flexibilität zu bewahren, sodass jeder Server seinen eigenen, einzigartigen Zustand hat. Konzeptionell steuern die Server die Schlacht und das Backend verwaltet den Krieg. Das Xeno-Threat-Event, das CRG im ersten Quartal gestartet hatte, war ein dynamisches Event. Es wurde manuell ausgelöst. Später wird Quantum die Fähigkeit erhalten, solche Szenarien automatisch zu aktivieren, wenn die Bedingungen dazu gegeben sind. Wenn zum Beispiel die Menge der Piraterie in einem Gebiet außer Kontrolle gerät, könnte Quantum die Missionsbibliothek durchsuchen, um ein dynamisches Ereignis zu finden, das mit einer erhöhten Menge an Piraterie kompatibel ist. Und dieses Szenario dann entsprechend anpassen und instanzieren, sodass eine Menge handgefertigter Inhalte, einzigartige Charakterdialoge, Herausforderungen, Belohnungen, in die Universumssimulation eingefügt werden können. CRG strebt das Beste aus beiden Welten an. Ein systemisches Universum, das eine logisch konsistente Hintergrundumgebung bietet, mit der Möglichkeit, Inhalte und Handlungsstränge zu überlagern, die die Autoren, Designer und viele andere mit viel Zeitaufwand erstellt haben. Dies ist Quasar, auf Englisch Quasar ausgesprochen. Ein neues Tool, mit dem CIG dynamische Ereignisse im Live-Spiel verwalten kann. Ein Quasar, ist der aktive Kern einer Galaxie, der im sichtbaren Bereich des Lichts nahezu punktförmig erscheint, wie ein Stern, und sehr große Energiemengen in anderen Wellenlängenbereichen ausstrahlt. Und genau so agiert Quasar im Zentrum der Services von Star Citizen. Quasar ist mit der gleichen Sternenkarte wie Quantum verknüpft und hat Zugriff auf viele der gleichen Informationen. Tony sieht sich die Bibliothek der verfügbaren Ereignisse an und während er jedes einzelne auswählt, können wir die Eingabeparameter sehen, mit denen das jeweilige Szenario angepasst werden kann. CRG hat einige Szenarien in verschiedenen Entwicklungsstadien, wobei Fleet Week, Ninetales und Infiltrator die nächsten in der Pipeline sind. Tony wird uns durch ein einfaches dynamisches Ereignis namens Quasar-Demo führen, das ein paar der systemischen Haken zeigt, die sie in das Missionssystem eingebaut haben. Aber zuerst muss Tony die Eingaben spezifizieren. Das erste, was er benötigt, ist der Standort und er wird Port Olisar auswählen, indem er einfach auf die Sternkarte klickt. Die nächsten paar Variablen erfordern einen Schiffstyp. Tony wählt Idris für die Rolle der Verteidiger und ruft eine Cutlass für die Rolle der Angreifer auf. Das Ziel aber ist, dass Quantum Ereignisse wie dieses programmatisch auslöst und Variablen wie diese mit etwas füllen würde, das kontextuell Sinn macht.
So sollte Quantum zum Beispiel darauf achten, welche Art von Schiffen sich in dem Bereich befinden, in dem das Ereignis aktiviert wird, um zu bestimmen, was es weiterhin berücksichtigen könnte. Die nächste Variable bezieht sich auf die Schwierigkeit, die in diesem speziellen Fall einfach so konfiguriert wurde, dass sie die Geschwindigkeit vorgibt, mit der die Feinde erscheinen. Die letzte verbleibende Eingabe definiert, wie viele Feinde insgesamt auf allen Servern vernichtet werden müssen, damit die Kriegsphase beendet und die Siegphase aktiviert wird. Tony wird diesen Wert auf 10 einstellen. Nachdem alles konfiguriert ist, kann er nun das Ereignis aktivieren. Quasar kommuniziert diese Anfrage an den dynamischen Missionsservice, der dann die Backend-Logik initialisiert, die globalen Variablen zuweist, die Phasenbedingungen einrichtet, alle Server informiert, um jede Instanzlogik zu starten, die das Ereignis enthalten könnte, und noch einiges mehr. Tony schaltet nun auf die aktive Registerkarte von Quasar um, damit er die Echtzeitdaten des Ereignisses überprüfen kann. Wir können sehen, dass derzeit nur ein einziges Ereignis aktiv ist, aber CRG könnte genauso gut mehrere aktivieren und jedem von ihnen einen anderen Satz von Eingängen geben. Dynamische Ereignisse verursachen Änderungen an den Backend-Daten in koordinierten Abschnitten der Logik, die Phasen genannt werden. Und die Phasen, die für dieses Ereignis erstellt wurden, sind oben rechts zu sehen. Sie sind jetzt alle inaktiv, daher die rote Farbe, und werden grün, wenn ihre Bedingung als true, als wahr ausgewertet wird, woraufhin ihre eingebettete Logik ausgeführt würde. Die globalen Variablen der Ereignisse werden darunter angezeigt und in diesem Bereich sehen wir die verbleibende Variable des Gegners, für die Tony zuvor einen Eingabewert von 10 angegeben hat. Weiter unten befindet sich die Funktion für dieses Ereignis, die als extern markiert wurden und die es CRG ermöglichen, manuell oder programmatisch Funktionen aufzurufen, um Aspekte des Ereignisses anzupassen, nachdem es bereits gestartet wurde. Die Liste der Gegenstände, die ein Shop zum Kauf oder Verkauf anbietet, war immer statisch. Phasen können jedoch Shop-Modifikatoren enthalten, die die Möglichkeiten bieten, alle Arten von shopbezogenen Informationen dynamisch zu verändern. Um das zu testen, wird Tony ein Client-Fenster aufrufen, sodass wir sehen können, was das Verwaltungsbüro, das Admin-Office von Port Olisar, gerade kauft. Tony hat das Inventar für diesen Test minimiert, sodass er nur ein paar Artikel zu sehen erwartet. Das ist sie, die komplette Liste, nur Wasserstoff und verarbeitete Lebensmittel. Die Phase Shop modifizieren wurde so eingerichtet, dass sie aktiviert wird, wenn die Backend-Variable aktuelle Phase den Wert 1 hat. Also wird Tony sie auf diesen Wert setzen. Die Phase wurde soeben grün, was bedeutet, dass sie aktiviert ist und alle Änderungen an den Backend-Daten jetzt angewendet wurden. Es wurde ein Shop-Modifikator angewendet, um die Nachfrage nach Lebensmitteln in Port Olisar anzukurbeln. Also schauen wir mal, was mit dem Preis passiert. Der war lange Zeit stabil, mit nur einigen kleinen Schwankungen. Jetzt aber ist er durch die Decke gegangen, das direkte Ergebnis der erhöhten Nachfrage. Also würden Spieler und Quanta durch diese höheren Preise einen Anreiz erhalten, dieses Ungleichgewicht in der Wirtschaft zu korrigieren. In dieser Phase hat ein Shop-Modifikator auch einen neuen Gegenstand zum Kauf hinzugefügt und wir können sehen, dass Quantum bereits davon weiß. Tony kehrt nun zum Client zurück, sodass wir überprüfen können, ob sich dies wirklich auf das Inventar im Spiel ausgewirkt hat. Klar, dass der Shop nun auch nach einem neuen Gegenstand sucht, nach medizinischem Zubehör. Die manuelle Steuerung der Wirtschaft auf diese Weise ist nicht als Ersatz für die von Quantum abgeleiteten Anpassungen gedacht, sondern gibt CRG einfach die Möglichkeit, das System gelegentlich in eine bestimmte Richtung zu stupsen, um es interessanter zu machen oder eine kompatible Geschichte auf die Hintergrundumgebung oder einen bestehenden Trend zu legen. Quantum wird dann diese Einflüsse nehmen, sie in die Simulation einbeziehen und ausgeben, wie sich alles als Reaktion darauf verändert, sodass alle Ecken und Kanten geglättet werden. Wenn wir schon bei den Preisen sind, möchte Tony noch ein weiteres neues Feature vorstellen, das in den nächsten Monaten an den Start gehen wird. Da die Designer die Möglichkeit erhalten werden, Missionslogiken zu schreiben, die systemische Veränderungen beeinflussen können, werden temporäre Preisungleichgewichte häufiger werden. Und CRG wollte eine Möglichkeit haben, dass das System aktiv auf die Spieler zugeht und sie informiert, anstatt sich darauf zu verlassen, dass die Spieler ständig in einem Gebiet nachschauen müssen, um zu eruieren, ob es eine Geschäfts- oder Missionsgelegenheit gibt. Wenn wir noch ein bisschen länger warten, wird das Admin Office einen Punkt erreichen, an dem es so verzweifelt nach Nahrungsgütern sucht, dass es anfängt, nach Möglichkeiten zu suchen, mehr Nachschub zu erhalten.
Es wird dies tun, indem es eine Nachricht sendet, die in einem speziellen Bereich unseres MobiGlass Journals für Preiswarnungen aufgezeichnet wird, was im Grunde eine Vorstufe dazu ist, dass wir Missionen erstellen und veröffentlichen können. Dort sehen wir die Nachricht, dass das Admin Office von Port Olisar Lebensmittel benötigt und was sie bereit sind, dafür zu bezahlen. Diese Funktion gibt Designern die Möglichkeit, auf einer systemischen Ebene zu diktieren, wie die Geschäfte auf Bestandsschwämmen und Engpässe reagieren, und diese Funktionalität wird bald auch auf andere Dinge als Waren ausgeweitet werden. Ein Gebiet, das unter zu viel Piraterie leidet, könnte zum Beispiel anbieten, Söldner zu bezahlen, die ihm zu Hilfe kommen. Dies unterscheidet sich grundlegend von der rohen Gewalttaktik, auf die sich CRG derzeitig stützt, und ist viel flexibler und mächtiger. Was wir hier wirklich sehen, sind die ersten Anzeichen dafür, dass das dynamische Missionssystem anfängt, zum Leben zu erwachen. Und wenn es erst einmal ins Rollen gekommen ist, wird es das Spielerlebnis verändern. Als nächstes schauen wir uns an, wie durch dynamische Ereignisse Begegnungswahrscheinlichkeiten und Verbotsfrequenzen angepasst werden können. Dies ist das Wahrscheinlichkeitsvolumen, das Probability Volume um Port Olisar. Wir können sehen, dass die Piraterie, die rote Kurve, und die Sicherheit, die blaue Kurve, in umgekehrtem Verhältnis zueinander stehen. Wenn wir die Sicherheit erhöhen, werden wir weniger Piraterie bekommen und umgekehrt. Die Security neigt dazu, sich in der Nähe von Landebereichen zu sammeln und sich aufzulösen, wenn man sich weiter draußen befindet, sodass die Piraterie tendenziell mit der Entfernung zunimmt. Die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung wird durch die Höhe der Kurve in dieser Entfernung dargestellt. Beachtet hier, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammentreffens mit einem Frachter der grünen Kurve ziemlich konstant ist, denn sobald sich das Schiff entschieden hat, die Reise nach oder von Port Olisar zu machen, dementsprechend Route und Häufigkeit festgelegt sind. Die Frachter haben bereits entschieden, ob das Risiko die Belohnung für die Reise über die gesamte Strecke wert ist oder nicht. Tony wird nun die Lockdown-Phase dieses Ereignisses aktivieren, die die Menge der Piraterie im ausgewählten Bereich in die Höhe treibt und die Sicherheit überwältigt. Die rote Kurve, Piraterie, hat nun eine viel größere durchschnittliche Höhe entsprechend einer erhöhten Begegnungswahrscheinlichkeit, und da die Piraten nun den Sicherheitskräften zahlenmäßig stark überlegen sind, schiebt sich die Kurve viel näher an die Landezone heran. Die Kriminellen werden ermutigt, weil es nicht mehr genügend Sicherheitskräfte gibt, um sie abzuschrecken. Die blaue Kurve, Sicherheit, sieht identisch aus, obwohl Quantum im Laufe der Zeit beginnen wird, die ökonomischen Hebel zu justieren, um die Sicherheit allmählich zu erhöhen, um die Bedrohung zu bekämpfen, indem größere Belohnungen angeboten werden. Die zunehmende Piraterie hat allerdings unmittelbare Auswirkungen auf den Frachterverkehr, der rapide zurückgegangen ist. Das bedeutet, dass die lokale Wirtschaft zu kollabieren beginnt. Sie werden nicht mehr in der Lage sein, Lebensmittel, Medikamente, Treibstoff oder was auch immer sie sonst noch brauchen, zu importieren. Und sie werden nicht mehr in der Lage sein, die von ihnen produzierten Waren und Dienstleistungen zu exportieren. All diese Auswirkungen sind nur möglich, weil die Designer nun in der Lage sind, das wirtschaftliche Räderwerk in der richtigen systemischen Art und Weise anzustoßen. Tony testet nun einen dieser Nebeneffekte. Nachdem er die Begegnungswahrscheinlichkeit angepasst hat, wollen wir sehen, was das mit dem Quantumreisen in diesem Gebiet macht. Tony ruft noch einmal einen Spielclient auf. Diesmal können wir eine Avenger Titan beim Sprung nach Port Olisar beobachten. Dies ist ein kurzer Sprung und die Chance auf eine Unterbrechung wäre normalerweise sehr gering. Jetzt, wo wir eine viel größere Piratenpräsenz um diesen Ort herum injiziert haben, ist das jedoch nicht mehr der Fall. Wir wurden aus unserem Sprung herausgezogen, der Sprung wurde unterbrochen, sobald wir in die Reichweite dieser erhöhten Piratenwahrscheinlichkeit kamen, was bedeutet, dass es gerade viel schwieriger und zeitaufwendiger geworden ist, nach Port Olisar zu gelangen, und das wird auch so bleiben, bis die Bedrohung reduziert bzw. eliminiert ist. CRG ist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie eine programmatische Modifikation dieser Datenstrukturen zulassen können, und Quantum wird bald damit beginnen, diese automatisch anzupassen, sodass alle möglichen Dinge innerhalb des Universums beginnen werden, sich zu bewegen. Was all das wirklich bedeutet, ist, dass, selbst wenn wir wissen, dass wir medizinische Hilfsmittel an einem Ort spottbillig kaufen und an einem anderen mit einem saftigen Gewinn verkaufen können, CRG endlich anfangen kann, einige der systemischen Elemente anzupassen, um solche Ungleichheit wie die zuvor beschriebene erklären zu können. Kurz gesagt,
Wenn wir jetzt von Port Olisars erhöhten Preisen profitieren wollten, müssten wir die letzte Meile mit konventioneller Geschwindigkeit fliegen und werden wahrscheinlich ziemlich viele Kämpfe erleben. Das wird die Zeit, die wir für die Strecke benötigen, in die Höhe treiben. Wir werden wahrscheinlich mehr Munition verbrauchen und mehr Reparaturen benötigen, als es sonst der Fall wäre. Und wir sollten vielleicht darüber nachdenken, einige bewaffnete Eskorten zu rekrutieren, die uns durch die gefährlichen Gebiete begleiten. Sobald die Gefahr nachlässt, sobald die Spieler und Quanta genug von den Piraten erledigt haben, sodass der Verkehr in diesem Gebiet sich wieder normalisiert, können wir viel leichter medizinische Güter nach Port Olisar liefern, aber natürlich wird diese Zunahme des Angebots den Preisunterschied schnell schrumpfen lassen. Werfen wir nun einen Blick darauf, wie jeder Server einen Teil eines größeren Ereignisses hosten kann, während die Dinge, die wirklich wichtig sind, synchronisiert bleiben können. Tony wird die Kriegsphase aktivieren, indem er die Funktion Krieg starten aufruft. Dadurch werden einige inszenierte Schlachten mit den zuvor ausgewählten Schiffstypen um das ausgewählte Gebiet Port Olisar erzeugt. Tony ruft wieder verschiedene Clientfenster auf, von denen jedes einen anderen Server repräsentiert. Wenn eine Cutlass auf einem der beiden Server zerstört wird, wird die gemeinsame Variable namens verbleibende Feinde entsprechend reduziert. Sobald diese Variable 0 erreicht, wird die Kriegsphase automatisch beendet und die Siegphase wird aktiviert. Das war's. Der Zähler hat gerade 0 erreicht und wir können die Änderungen der aktiven Phasen in Quasar sehen. Die letzte Phase, Sieg, hat ein Feuerwerk rund um Port Olisar ausgelöst und genau wie jeder andere Phasenwechsel wird das automatisch über alle Server synchronisiert. Nur um sicherzugehen, dass alles wieder normal ist, überprüft Tony nun das Admin Office von Port Olisar und schaut nach, was mit dem Inventar an Preisen passiert ist. Sie sind nicht mehr auf der Suche nach medizinischen Vorräten und da die Bedrohung durch die Piraten beseitigt ist, können Spieler per Quantumreise wieder schnell und sicher Port Olisar erreichen. Infolgedessen haben die Kosten für Lebensmittel begonnen stark zu fallen und werden bald wieder in die Nähe des Vorkrisenniveaus zurückkehren. In diesem Video hat Tony eine Menge Themen abgedeckt. Quantum ist seit der letzten Vorstellung beträchtlich gereift. Die Performance-Probleme wurden behoben. Es wurde Kompatibilität zu CRGs Backend-Infrastruktur hergestellt und es kommuniziert nun mit zahlreichen Gameplay-Services. Viele neue Analyse-Tools und Funktionen wurden hinzugefügt und durch eine höhere Genauigkeit in Bereichen wie Quanta-Attributen und der räumlichen Positionierung von Ressourcen konnte CRG die Genauigkeit des Outputs verbessern. Sie befinden sich jetzt in einem frühen Teststadium, damit Quantum die ersten simulierten Daten aus der Tür schieben und das Spiel beeinflussen kann. Und Tony erwartet, dass die Ergebnisse dieser Bemühungen noch in diesem Jahr live gehen. Die ersten Steine des virtuellen KI-Fundaments wurden schon vor langer Zeit gelegt, aber erst in den letzten Monaten, als die technischen Ressourcen von einigen anderen großen Teilprojekten abgezogen wurden, begannen die Implementierungsbemühungen wirklich zu greifen. Diese Technologie wird den VNPCs die Freiheit geben, unabhängig von den Aktionen des Spielers zu agieren und sich weiterzuentwickeln, und sie wird alle Arten von neuen Spielmöglichkeiten eröffnen. Bounty Hunter V2 wird das erste Feature sein, das die virtuelle KI nutzt, aber es ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs in Bezug auf das, was CRG letztendlich damit machen möchte. Einige der virtuellen KI-Technologien werden andere wichtige Funktionen hervorbringen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, die Größe und Zusammensetzung der Populationen in Landezonen dynamisch anzupassen. Dynamische Ereignisse sind der Höhepunkt mehrerer wichtiger technologischer Komponenten, die zusammenkommen, vom dynamischen Missionssystem bis zu Quasar, und sind bereits Realität. CRG hat das erste Event Xenothreat im ersten Quartal 2021 veröffentlicht und hat eine Reihe von anderen Events in verschiedenen Entwicklungsstadien, die zur Veröffentlichung später in diesem und nächstem Jahr geplant sind. Viele dieser ersten Releases werden als Testfelder für neue Features dienen, von Shop- und Wahrscheinlichkeitsvolumen-Modifikatoren bis hin zu Spawn-Closets und der dynamischen Generierung von Navigationsmeshes. Dynamische Ereignisse geben CRG die Möglichkeit, das Universum auf dramatische oder subtile Weise zu verändern, wann immer sie wollen, und diese Veränderungen nahtlos in die Quantumsimulation zu integrieren, sodass alles natürlich aussieht und sich auch so anfühlt.
All dies bedeutet letztendlich ein interessanteres, realistischeres und spannenderes Universum, das wir erkunden und erleben können. Toni hofft, dass diese Präsentation uns einen guten Eindruck davon vermittelt hat, was sie im letzten Jahr getan haben und was diese Bemühungen für das Spiel im kommenden Jahr bedeuten werden. Until next time. Das war's mit dem hochspannenden Video Quantum, Quasar and Virtual AI. Und wir haben einiges über unter anderem die Subsumption gelernt und was die Subsumption noch mehr kann. Was das eigentlich im Detail ist, das hat uns Francesco Rocucci im Star Citizen live vorgestellt mit seinem Team zusammen. Und das schauen wir uns jetzt auch noch einmal zusammengefasst an. Hi everybody. Welcome to another edition of Star Citizen Live Game Dev. Im Star Citizen Live mit dem Titel Game Dev, Game Spiel Development, Building NPC Behaviors, das Erstellen von NPC-Verhaltensweisen, sind zu Gast Francesco Rocucci, der AI Director, Dan Baker, Game Designer seit 4 Jahren bei CIG, arbeitet aktuell am NPC-Verhalten. Dann gibt es Jacob, der ist Junior AI Programmer, der ist seit 3 Jahren mit dabei. Sein erster Vollzeitjob, erzählt er, programmiert KI-Code und KI-Code-Implementierung. Und zuletzt Hayden McElroy, Junior Technical Designer, arbeitet mit Dan zusammen am NPC-Verhalten. Was ist überhaupt NPC-Verhalten? Wie definiert man das? Das NPC-Verhalten ist sozusagen das Gehirn der computergesteuerten Charaktere und, wie sich vermuten lässt, extrem datenintensiv. Beim Design eines NPC-Verhaltens muss dabei festgelegt werden, welche Aktivitäten ein NPC verfolgen soll, welche Objekte seiner Umgebung er benutzen kann oder soll, welche dafür auch entsprechende Verknüpfungspunkte bieten müssen, weshalb diese bestimmten Objekte Usables heißen, also benutzbare Objekte. Und in welchem Kontext der NPC dieses Usable nutzt, welche Rolle er dabei ausfüllt oder ob er zum Beispiel damit arbeitet oder ob er einfach nur Tourist ist, um sich etwas anzugucken. Im Rahmen dieses Star Citizen Live soll versucht werden, ein NPC-Behavior zu erstellen, etwas, das Monate in Anspruch nehmen kann und hier innerhalb von einer Stunde zumindest eine Idee von diesem Prozess vermitteln soll. Was wir hier sehen, ist eine Testumgebung auf der Engine. Zuerst brauchen wir eine Plattform, auf der sich der NPC bewegen kann. Aktuell ist hier nichts definiert. Als erstes brauchen wir etwas Gravitation, denn aktuell herrscht noch Schwerelosigkeit. Die Arbeit des KI-Teams ist natürlich im Regelfall nicht isoliert von allem. Vielmehr wird mit anderen Teams eng im Schulterschluss gearbeitet, zum Beispiel mit dem Character-Team, die die Mannequins entwerfen, oder mit dem Environment-Team, die die Levels erstellen, in denen sich die KI-getriebenen NPCs bewegen und agieren. Hier ist zum Beispiel bei jeder Entscheidung und auch jedem Design zu berücksichtigen, dass es nicht nur Männer und Frauen in Star Citizen gibt, sondern dass diese beiden Geschlechter sich auch unterscheiden hinsichtlich der Maße, weshalb die Metriken der Level entsprechend universell designt sein müssen. Hier haben wir jetzt einen NPC, eine sogenannte Entität. Diese kann mit Instanzeigenschaften versehen werden. Hier haben wir zum Beispiel einen PU Engineer. Das sind Ingenieure bzw. Mechaniker, die wir heute schon beispielsweise auf Port Olisar herumlaufen und herumschweißen sehen. Die Version, an der Francesco und sein Team aktuell arbeiten, ist aber deutlich komplexer. Im Rahmen dieses Star Citizen Live wird Francesco aber mal zu Demonstrationszwecken ein neues Verhaltensmodell von Grund auf neu erstellen. Dazu geht er in die Subsumption, die wir heute bereits im Laufe dieses Videos besprochen haben. Francesco ruft also einen Ordner auf, erstellt ein neues Verhalten und nennt es Engineer. Das ist der Name, der Schlüssel, auf den sich das System bzw. die Engine beziehen wird. Anschließend wird das Verhalten dem Charakter zugewiesen und bei Bedarf die Verhaltensparameter anschließend weiter heruntergebrochen auf weitere Detailebenen. Was passiert zum Beispiel im Idle-Modus, wenn der NPC nichts zu tun hat? Welche Aktionsprioritäten werden ihm gegeben? Hier ist ein Menüfenster mit einigen Auswahloptionen an diesen Sub-Verhaltensmustern. Dieser hier heißt
Halt oder Halt. Halt heißt, dass der Charakter im Grunde nichts tut. Das testet Francesco jetzt in dem Testlevel. Hier sieht man den Log, aber über dem Charakter sieht man die zugewiesene Aktivität. Die besagt aktuell nur, dass die Figur nichts tun soll. Darüber im Fenster werden diverse Informationen eingeblendet, zum Beispiel welche Subaktivitäten potenziell existieren oder wie viele Sekunden die aktuelle Aktivität läuft. Das ist jetzt die absolute Grundkonfiguration. Jetzt soll der Charakter sich als nächsten Schritt bewegen. Dazu gibt es einen iPhysics-Button. Der berechnet die Umgebung, dann gibt man dem Charakter den Befehl, dass er sich bewegen soll und dann geht er sie los. Aber was ist das? Die Figur bewegt sich ja gar nicht. Ganz klar, wir haben das Navigationskoordinatennetz, das Navigationsmesh, vergessen einzufügen. Dieses Koordinatennetz ist ein Volume, das über den Level gelegt wird. Schnell definiert Francesco also über die Ecken des Levels einen Würfel. Die blaue Fläche repräsentiert den Bereich, innerhalb dessen sich der Charakter bewegen kann. Nun müssen noch einige Parameter hinzugefügt werden, was Francesco mittels CVARs schnell zuweist. CVAR ist eine Abkürzung für Console Variable. Bei CVARs handelt es sich um einen Variablen-Typ, der in vielen Computerspielen und Computer-3D-Simulations-Engines verwendet wird. Es ist eine textbasierte Befehlszeilenschnittstelle innerhalb des Spiels oder der Engine. CVARs enthalten in der Regel Konfigurationsparameter und können für alles verwendet werden, das man über die Konsole verändern bzw. worauf man über die Konsole zugreifen kann. Die kleineren Unterteilungen der blauen Fläche berechnen automatisch einen Pfad, dem der Charakter folgen wird. Mit Mausklicks kann Francesco der Figur nun Befehle geben, um den Level zu testen oder sich die Bewegungsabläufe anzuschauen. Soweit also die Grundlagen des NPC-Behaviors. Als nächstes muss entschieden werden, was der Charakter eigentlich tun soll in der Welt von Star Citizen, und das ist die Aufgabe der Designer im Regelfall. Unsere Demo-Figur ist ja wie gesagt ein Ingenieur, also repariert er oder sie Dinge, Objekte. Der Schlüsselfaktor ist hier also nicht der NPC, es sind die Objekte. Nehmen wir an, auf einem Schiff gibt es eine Komponente. Quantum Drive, Schildgenerator, Energieverteilungsknoten, versteckt hinter Wandpanelen, hinter Wallpanels. Es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder der Spieler weist den NPC an, den Energieverteilungsknoten XYZ zu reparieren, oder er weist den NPC an, sämtliche Wallpanels zu überprüfen, womit er, da die Wallpanels mit den dahinterliegenden Komponenten verknüpft sind, eine Generalinspektion der Schiffskomponenten vornehmen würde. Unter dem Strich ist die NPC-Steuerung also keine Magie, es ist eigentlich eine bereits heute vorhandene Mechanik, nämlich das Missionssystem. Ich gebe dem NPC die Mission, Wallpanels zu kontrollieren. Diese Mission führt er aus, indem er auf dem Navigationsmesh durch den oder die Schiffslevel navigiert, die entsprechend getaggten Objekte ansteuert und mit ihnen nacheinander interagiert. Zusammenfassung also: Das KI-Verhalten soll nicht hardcoded in jedem NPC hinterlegt sein. Das KI-Verhalten soll von den zu nutzenden Objekten angesteuert werden, den sogenannten Usables, die dem KI-NPC vermitteln, was er oder sie es mit diesem Usable anfangen kann. In den nächsten Minuten erklärt Francesco den Erstellungsprozess, wie er aus einem simplen Objekt ein Usable erstellt. Dazu zählen neben der Definition, was mit dem Objekt überhaupt gemacht werden darf, Kriterien wie: Ist es ein tragbares Objekt oder lässt es sich bewegen? Oder ist es statisch, zum Beispiel ein Schrank? Welche Alignment-Position muss der NPC einnehmen, damit er damit interagieren kann? Kann mit anderen Usables durch dieses Usable-Schrank interagiert werden? In welcher Hierarchie stehen sie zueinander? Welche Personen könnten es unter Umständen gleichzeitig benutzen? In diesem Fall definiert Francesco ein tragbares Objekt, das repariert werden kann. Die Alignment-Position, also die Position, in der ich mich befinden muss, um mit dem Usable zu interagieren, ist in diesem Fall irrelevant, weil man ein tragbares Objekt aus jeder Position aufnehmen können sollte. Es stellt sich aber zum Beispiel die Frage, ob es jeder NPC tragen kann. Welches Gewicht wird dieses tragbare Objekt also haben?
Oder muss der NPC einen bestimmten Konstitutions- oder Gesundheitszustand haben? Immer granularer werdende Fragen wie solche muss CRG für jeden Objektarchetyp definieren und dabei zusehen, alle Eventualitäten mit Fragen wie solchen abzudecken. Das kann für jede einzelne Entität in Stunden von Arbeit ausarten. Am Ende geht es dann um die Frage, welche Animationsabläufe existieren und welche müssen für die definierten Interaktionsoptionen noch entwickelt werden. Um festzustellen, welche Animationen von den Animators und Tech-Animators bereits entworfen wurden, werden für die existierenden usable-bezogenen Animationen Tags entworfen und in einer Bibliothek organisiert. So kann man bei der Entwicklung einer NPC-Usable-Zuordnung schnell auf die bestehenden, benötigten Animationen zugreifen bzw. auch feststellen, was unter Umständen noch fehlt oder ob man die Interaktionsmöglichkeiten, respektive damit verbundenen Animationen, tatsächlich benötigt. Es ist nämlich nicht das Ziel, jedem NPC alle erdenklichen Animationen zu ermöglichen, weil das schnell zu einem nicht zu handhabenden Datenmonster MMO mutieren würde. Es ist eher die Überlegung, welche Animationen als essentiell notwendige Mindestgröße benötigt werden, um ein immersives Verhaltensmodell zu simulieren. Hier sehen wir ein Wandpanel mit den gelben Linien davor, die die Alignment-Position darstellen, also die Position, aus der der NPC mit dem Usable vor ihm interagieren können wird. Diese Darstellung wird bei Bedarf an das Animations-Team geleitet, damit die ihre Animationen perfekt an die Anforderungen anpassen können. Im Folgenden geht Francesco weiter die Kaninchenhöhle hinab und definiert alle kleinen Interaktionsmöglichkeiten. Tags, Alignment-Slots, Sub-Usable-Hierarchien, Animationen und auch Assets, Wenn-Dann-Zusammenhänge, Slotting-Setup, optionale Use-Channels und vieles mehr. Denn in diesem Fall soll der Engineer das Usable nicht nur nutzen können. Das Usable soll Teil einer übergeordneten Hierarchie sein, zum Beispiel ein Raumschiff, und von einem unversehrten Zustand übergehen in einen gebrauchten und später einen defekten Zustand, was unser NPC-Ingenieur erkennen und reparieren können soll, auch wieder mit den entsprechenden Auswirkungen auf die verbundenen Hierarchieebenen. Auch diese Zusammenhänge B und verarbeitet die Subsumption mit allen relevanten Verknüpfungen. Und alles später möglichst prozedural automatisiert, ohne Eingriff von außen durch die Programmierer. Um das nochmal zu wiederholen, all diese Logiken, Optionen, Zuordnungen und so weiter sind in der Subsumption hinterlegt, die mit diesen dann im Spiel entsprechend arbeitet, was verdeutlicht, was Francesco zu Beginn erklärte, dass die KI-Subsumption nicht nur das KI-Fundament im Sinne einer Logik-KI-Berechnungs-Showdown ist, sondern auch zu einem nicht unerheblichen Teil ein Werkzeug, mit dem die Entwickler, Designer und Animators gemeinsam auf dieser Plattform arbeiten und die Verhaltensmöglichkeiten der NPC-Welt definieren können. Am Ende aktiviert Francesco die Aktionsblase mit der definierten Mission mit Namen »Repariere alles Defekte« und der NPC meldet, dass er eine defekte Komponente gefunden hat, aber mehr auch nicht. Es muss dem NPC also noch mitgeteilt werden, was er nun zu tun hat. Die Meldung des NPCs wird dabei in einer Datenbank hinterlegt mit Namen benötigte Objekt-Suchergebnisse. Damit wird eine Funktions-Aktionskette verbunden, die dazu führen soll, dass der Eintrag in der benötigten Objekt-Suchergebnisse-Datenbank wieder gelöscht wird. Das definiert Francesco hier manuell. Er arbeitet mit Toni zurzeit an einer Lösung, die solche benötigten Aktionen automatisch generiert und aktiviert. Es gibt aber auch noch kleine Nebenbaustellen, zum Beispiel hat man einen Fehler und 10 Ingenieure. Wer repariert also den Fehler? Hat man 10 Fehler und 10 Ingenieure, wer repariert welches fehlerhafte Objekt wann und wo und möglicherweise mit welchen benötigten anderen Usables? Tatsächlich ist eines der kompliziertesten NPC-Verhalten angesichts der Aktions- und Logikoptionen nicht der Ingenieur. Es ist der Barkeeper, der bei CIG für ordentlich Kopfzerbrechen sorgt. Dieser Dschungel an Optionen und Verknüpfungen und Hierarchien sorgt ironischerweise auch dafür, dass NPCs gerne auf Stühlen stehen. Es ist ein Fehler, den CIG meint, eingegrenzt und eliminiert zu haben und dann
arbeiten sie an der Subsumption und am NPC-Verhalten weiter und in der nächsten Woche stehen sie wieder auf den Stühlen herum. Diesmal aber aufgrund eines ganz anderen Fehlers, der durch die Änderungen erzeugt wurde. Francesco würde diesen Fehler wirklich, wirklich gerne loswerden, weil er dieses Fehlers absolut überdrüssig ist. Das Thema treibt ihn schier zur Verzweiflung. Es lohnt sich aber nicht, angesichts der in der heißen Phase befindlichen Entwicklung da allzu viel Energie zu investieren. Aber er wünscht sich fast mehr als alles andere, eines Tages sagen zu können, das war's, dieser Fehler kommt nicht wieder. Am Ende der Sendung möchte er uns noch einmal zeigen, wie die im Rahmen der Sendung entwickelte Logik funktioniert, inklusive der Tags, Hierarchien, Optionen, Funktionen, Animationen und Abläufe. Wenn diese Infrastruktur letzten Endes zu einem funktionierenden Barkeeper geführt hat, dann ist das der benötigte Durchbruch und große Schritt hin zu immer mehr logisch und generell funktionierenden KI-NPCs und damit zu einer glaubhaften, immersiven Spielwelt. Bis dahin aber gibt es immer noch jede Menge zu tun für Toni, für Francesco und ihre Teams. Und das war's mit dem Blick hinter die Technikkulissen von Star Citizen. Ich hoffe, dass ihr den ein und anderen Aha-Effekt hattet mit all den Erklärungen, die wir hier heute erfahren haben. Für mich sehr, sehr interessant, dass es gar nicht darum geht, ausschließlich das Verhalten, die KI-Logiken der NPCs zu programmieren, sondern ganz andersherum, dass die tatsächliche Magie oder die großen Aufgaben darin liegen, die Usables so zu programmieren, damit sie den KIs mitteilen, was die mit den Usables anfangen können, inklusive aller Optionen, wie schwer sie sind, in welchen Hierarchien sie funktionieren, welche Personen sie überhaupt benutzen können, welche Attribute die Personen haben müssen und so weiter und so fort. Und für mich auch sehr, sehr spannend in dem Toni-Video, wie abgegrenzt doch die einzelnen Bausteine sind des Backends, wer für Lightweight-NPCs zuständig ist, wer für die High-Fidelity-NPCs zuständig ist und wie die Übergänge funktionieren. Das klingt für mich nach einem guten Konzept, aber auch nach etwas, was noch, ja, einiges an Arbeit erfordert, bis das alles funktionieren wird. Hier werden wir uns also noch auf einen weiteren Weg begeben, mit CIG die Entwicklung begleiten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt und ich habe, solange Francesco und Toni hier an Bord sind, ein gutes Gefühl, dass sie A, natürlich das Beste geben, all ihr Wissen hier reinpumpen und so schauen, dass sie dieses Rätsel lösen, diese unglaublich heftige Kopfnuss. Und letzten Endes ist es ja auch ihre Leidenschaft, diese Welt zu erschaffen auf der Basis der Technologie, der Technik, die Mechaniken und so weiter, alles, was sie hier entwerfen, um es mit Tonis Worten zu sagen, eskapistische Spielerlebnis zu haben, in dem wir uns dann später verlieren können werden. Sehr, sehr interessanter Einblick. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dieses Skript zu entwerfen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken dieses Videos. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei meinen Unterstützern auf tippi.com, www.tippi.com/astrosam. Wenn auch ihr euer Dankeschön dalassen wollt, sehr, sehr gerne, freue ich mich drüber. Ansonsten freue ich mich auch über eure Kommentare unter diesem Video. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Star Citizen. Schaut auf jeden Fall bei PsychShot rein auf twitch.tv/PsychShot. Da bin ich auch ganz gerne mal. Vormittags streamt er meistens dann mal im Chat dabei oder ich schaue auch mal zum Besuch vorbei. Macht sehr viel Spaß mit ihm. Liebe Grüße. Die Verse Night möchte ich auch noch ankündigen und mich in diesem Zuge auch noch mal ganz, ganz herzlich bedanken bei Mitch van Heiden, der mir die Grafik zu Beginn des Videos vor allem über die Infrastruktur, die technische, er hat es mal genannt, die Hexenküche von CIG, so einfach wie möglich, aber trotzdem in seinem notwendigen Umfang darzustellen. Große Klasse, hat mir sehr, sehr weitergeholfen und ich hoffe auch, der Community hat es weitergeholfen, einfach zu verstehen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Große Klasse. Mitch und ich,
Wir streamen die Verse Night. Jeden zweiten Dienstag im Monat chillige Sounds, die Mitch aussucht, verbunden mit interessanten Gesprächen, den aktuellsten Inhalten. Schaut gerne rein auf meinem Streaming-Kanal oder auf Mitchs Nerds and Geeks Twitch-Kanal. Die Links in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf diesem Wege, wie gesagt, weiterhin, habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, viel Spaß mit Star Citizen. Wir sehen uns im Verse. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss. Cheers.